Cache-Kompott, der Podcast für Geocacher von Geocachern. Cache-Kompott 126, wir quizzen auf dem Giga Hamburg. Herzlich willkommen zur Folge 126 vom Cache-Kompott. Wie immer lange nichts von mir, von uns gehört, aber wenn es ein großes Event gibt, dann gibt es auch wieder einen großen Podcast. Ach nee, Giga hieß das Ding und es war in Hamburg. Hier war tatsächlich ein Giga und ja, da ich nicht allein darüber reden möchte, habe ich hoffentlich die Andrea in der Leitung, die auch an diesem Giga teilgenommen hat und dort auch noch ein bisschen mehr in Anführungszeichen zu verantworten hatte. Darüber wollen wir reden. Hallo Andrea. Ja, hallo Patrick. Ja, ein Giga in Hamburg. Mega und Gigas in Hamburg, das ist eine Geschichte für sich, aber jetzt hat es tatsächlich funktioniert. Die Vorgeschichte war nicht klar, es gab ja schon mal einen Versuch und einige waren skeptisch, oder? Ja, genau. Es gab schon mal einen Versuch. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. 4 Jahre vielleicht oder sogar schon 5. Als jemand gesagt hat, er macht mal ein Mega in Hamburg. Und das ist dann irgendwie sang- und klanglos wieder eingeschlafen. Es passierte einfach nichts mehr. Und ja, nun vor 2 Jahren, glaube ich, die Ankündigung, dass ein neues Mega in Hamburg stattfinden soll. Oder nicht ein neues, sondern endlich ein Mega in Hamburg stattfinden soll. Und dann ging es ja tatsächlich auch los. Ja, und wir haben es jetzt erlebt, es hat stattgefunden und wir wollen das Ganze heute mal Revue passieren lassen, denn wir waren, ich will jetzt nicht sagen ein Teil davon, das wäre übertrieben, aber wir haben tatsächlich ein bisschen was dazu beitragen können, dass viele Leute Spaß gehabt haben. Denn ich hatte mich mehrfach mit den Veranstaltern unterhalten und wir kamen auf die Idee, ob ich nicht ein Quiz machen könnte vom Podcast aus zum Thema Geocachen, in Hamburg. Und das Ganze habe ich dann verbunden mit dem Begriff Retro, denn wir haben ja den Retro-Kompott und da dachte ich, dann machen wir doch ein Quiz auf dem C64 oder auf einem PC mit C64-Emulation. Und das Tolle war, die Fragen, da musste ich mich nicht quälen, denn die kamen von dir. Du hattest schöne Ideen, die haben wir dann ein bisschen angepasst und so konnten wir das Quiz dann vorbereiten. Wie kamst du auf die schönen Fragen? Naja, im Grunde genommen hatten wir ja erstmal überlegt, wir machen da ein Quiz. Also was können wir den Leuten anbieten oder wie können wir die ein bisschen unterhalten und wir machen ein Quiz. Und dann hatte ich ja Fragen mir ausgedacht, irgendwie mit Bezug zu Caches in Hamburg oder zu Hamburg oder zum Cachen im Allgemeinen, die aber alle dann in Form von Text beantwortet werden mussten oder vielleicht als Multiple Choice oder so. Aber dann kamst du ja auf die Idee, nee, wir machen lieber so Schätzfragen und Sachen, wo die Leute nur Ziffern bzw. Nummern eintippen müssen. Ja, und dann habe ich halt mir schnell neue Sachen ausgedacht. Das ging ja relativ flott. Und schnell waren 10 Fragen zusammen und ich glaube, die sind auch ganz gut angekommen. Ja, das Schöne war, im Endeffekt wurde ja über ein Näherungsverfahren dann ermittelt, wie nah die Leute an den Endergebnissen dran waren. Und es gab dadurch auch tatsächlich, da wir auf 2 Stellen hinterm Komma ausgerechnet haben, wie genau die Leute geraten haben, gab es auch keine doppelten Ergebnisse. Und das war natürlich faszinierend. Und wir haben uns ein paar Gemeinheiten eingebaut, zum Beispiel einen Timer, dass man nur 10 Sekunden ungefähr Zeit hatte für eine Frage. Das heißt, es konnte auch nicht gegoogelt oder geschummelt werden. Man konnte sich nicht viel darüber unterhalten in der Gruppe. Dann hätte man nämlich die Zeit überschritten. Und so war das natürlich sehr unterhaltsam, weil Leute natürlich überlegt hatten, wie man das Ganze in Anführungszeichen aushebeln kann. Konnte man aber schwierig, denn wir haben natürlich auch stillgehalten und die Lösung nicht verraten. Das gab es erst später auf der Bühne. Ja, wir können ja einmal kurz so ein paar Beispielfragen nehmen, bevor wir dann uns ins Getümmel stürzen. Wir haben zum Beispiel noch die Favoritenpunkte von Cash Voss Margarine gefragt, aber natürlich zu einem bestimmten Datum. Und du hast dann am 15.04. geguckt, wie viele Favoritenpunkte er hatte und die Zahl war dann die Lösung. Und das kann man natürlich ab dem 16. noch nicht mehr prüfen oder herausfinden. Genau, das konnte man ja nur schätzen, denn es konnte ja keiner mehr hinterher rauskriegen. Da hätte man ja googeln können, bis man schwarz wird. Also auf das Ergebnis wäre man einfach nicht gekommen. Richtig, und das kann man auch nicht schnell rausfinden und auch nicht so einfach dann erraten. Das heißt, durch solche Fragen haben wir ja eigentlich jedem auch eine Chance gegeben, damit zu machen. Und es waren schöne Fragen dabei, wo auch einige reingefallen sind, zum Beispiel die Stadtteilfrage mit Hamburg. Da haben viele eher die Bezirke gezählt statt die Stadtteile. Ja, wobei das natürlich für Nicht-Hamburger auch extrem schwierig war. Das muss man schon dazu sagen. Absolut. Aber wenn ich irgendwo cachen gehe, dann kann es ja auch sein, dass ich mich zufällig vorbereitet habe und mal bei Wikipedia die ersten 5 Zeilen über Hamburg lese. Ja, genau. Aber ich meine, genauso wie die Frage, wie viele Flugstunden sind es mindestens von Hamburg nach Seattle? Wer weiß das schon? Also
ne? Selbst die Leute, die da schon mal waren im HQ oder so, die wissen ja nicht mehr unbedingt genau, wie viele Flugstunden sie da verbraucht haben, sondern nur so ungefähr. Absolut, aber das war gar nicht die Frage, die am meisten oder die meisten Schwierigkeiten bereitet hatte. Witzig ist, viele sind reingefallen, bei wie vielen Mega-Events gab es schon in Hamburg. Da wurden immer sehr hohe Zahlen eingetippt bei den meisten. Also das fand ich faszinierend. Die meisten haben so gedacht, 2, 3, 4 kann schon gewesen sein. Ja, als Hamburger wissen wir, so viel leider war nicht. Die Antwort 0. Richtig. Genau. Aber über die Antworten brauchen wir gar nicht viel reden. Das kommt ja nachher auf der Bühne. Da haben wir einen Einspieler zu. Aber wie gesagt, die Fragen waren alle so in der Richtung. Da haben wir noch den Wille Tenz zum Giga in Hamburg gefragt. Auch da natürlich Mitte April, damit man das nicht so schnell herausfinden kann. Schön war, wie hoch ist die Elbphilharmonie? Da haben viele den Kai-Speicher darunter vergessen. Und einige dachten auch, sie ragt in den Himmel. Ja, genau. Das höchste Gebäude der Welt sozusagen. Genau, 900 Meter war Rekord. Dann gab es eine Frage, die hat fast jeder richtig gehabt. In welchem Jahr wurde der erste Geocache versteckt? Das ist anscheinend inzwischen bekannt, hat sich rumgesprochen. Aber dann kam als nächste Frage schon wieder, ja, das Herunterholen auf den Boden der Tatsachen. In welchem Jahr wurde der erste deutsche Cache archiviert? Und das haben einige falsch verstanden. Wir meinten natürlich den ersten deutschen Cache, also den GC77. Genau. Und viele dachten, wann wurde der erste Cache archiviert? Und haben irgendwie 2001, 2002 eingetippt. Genau. Ja. Auch sehr schön. Ja, sowas kommt halt vor. Aber ich fand also das Auswahlverfahren auch sehr gut und das Bewertungsverfahren dann hinterher. Sagen wir gleich nochmal was zu. Zwei Fragen hatten wir noch. Die Giga-Events, die es in Deutschland gab, da haben viele eine zu kleine Zahl eingegeben. Fand ich sehr erstaunlich. Mhm. Und dann natürlich die Lieblingsfrage. Wir waren in der Ballinstadt. In welchem Jahr wurde Robert Ballin geboren? Also eine wunderschöne Frage. Da gab es auch, nennen wir es mal, eine große Varianz. Genau, allerdings. Also das Quiz hatten wir soweit vorbereitet. Ich habe das dann auf einem C64 programmiert, weil der Gag daran. Muss zugeben, ich saß da vor diesem Kasten, habe vor 30 Jahren ja sehr viel daran programmiert und mir fiel Diverses nicht ein. Ich musste tatsächlich googeln, wie einige Befehle funktionierten, weil als du sagtest, mach doch einen Timer rein. Ja, sehr witzig, wenn man seit 30 Jahren nicht mehr weiß, wie man einen Hintergrundtimer einschaltet. Das hat ein bisschen gedauert. Hat aber am Ende geklappt. Die Software hat funktioniert im Test und so konnten wir dann, ja, auf Deutsch gesagt, alles zusammenpacken und aufbauen. Denn wir waren schon am Freitag dort. Dort war das Vor-Event. Erzähl mal, wie das Ganze losging. A, mit uns und B, was uns dort erwartete. Naja, am Freitag kamen wir da erstmal an, gegen Mittag schon. Ich glaube, gegen 2:30 waren wir wohl da. Das Eventgelände war noch sehr leer. Es stand da so ein einzelnes Zelt, was der Infostand war, in dem wir dann auch unser Plätzchen bekommen haben. Da standen aber noch leere Kartons und also es war alles noch ein bisschen drunter und drüber. Es war auch noch sehr, sehr leer, also wenige Leute liefen da nur rum, weil es ja noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet war. Und ja, es gab noch keine Tische, keine Bänke und also überhaupt nicht viel. Natürlich, weil alles war ja erstmal am Aufbauen. Es waren ja noch ein paar Stunden, bis dann das Ganze tatsächlich um 18 Uhr, glaube ich, beginnen sollte, offiziell. Und dann haben wir uns da erstmal ein Plätzchen geschaffen, denke ich mal, nachdem wir uns durchgefragt hatten zur richtigen Person und dann wussten, ja, das ist auch unser Platz und da können wir stehen. Und dann haben wir halt unsere Sachen aus dem Auto geholt und da irgendwie aufgebaut. Ja, wir hatten sofort Strom, ist man positiv erwähnen. Es gab theoretisch auch ein WLAN und der Platz war ja nicht windgeschützt, übertrieben, aber war zumindest überdacht und wirklich eine schöne Ecke, denn es war nicht direkt am Eingang, sondern beim Infostand. Und so konnten wir eigentlich entspannt abwarten, was dann passiert. Und da das ganze Gelände ja nicht gesperrt war bei diesem Vor-Event, trudelt dann ja schon so ab 14, 15 Uhr die ersten Leute rein und wir konnten Testläufe starten. Und ich denke, wir hören mal in die ersten Einspieler rein. Wir haben einige der, in Anführungszeichen, Testopfer ja auch aufgezeichnet, mit denen gesprochen und natürlich auch gefragt, was sie fürs morgige Mega-Event, Giga-Event, Entschuldigung, an dem Tag war ja erst das Event morgen, wir sind ja noch am Freitag, was sie davon erwarten, haben wir nochmal gefragt und ich habe auch nochmal kurz mit den Helfern am Infostand gesprochen. Also wir hören jetzt erstmal rein in ein kurzes Gespräch mit Carlo, mit Max Hardcore und mit Magdalena und Otto vom Infostand. Ja, wir sind auf dem Vor-Event, wir haben unsere Quizstation aufgebaut und wir haben schon unsere ersten Testopfer durchlaufen lassen. Und einer war besonders gut. Magst du dich einmal kurz vorstellen und mir sagen, warum warst du so gut? Hast du unsere Datenbank gehackt? Nein, bestimmt nicht. Das ist ein Heimvorteil, ich wohne hier auf der Insel. Dein Cacher-Name ist? Carlo. Hallo. Ja, was erwartest du morgen von dem Giga? Was stellst du dir vor? Was meinst du, was hier so passieren wird? Ich weiß es nicht.
Ich bin überrascht und ganz neugierig. Das ist das erste Giga, was ich besuche. Mhm. Ich bin einmal auf einem anderen Event gewesen, in Stade bei Drochtersen, aber da kannte ich kaum jemanden und da bin ich dann schnell wieder weg, hat mir nicht so sehr gefallen. Okay, was morgen, wenn du aus der Gegend kommst, wirst du ja wahrscheinlich nicht so viel cachen gehen, oder was hast du für morgen geplant? Mit ein paar Cacher-Runden hier treffen, die hier aufschlagen. Nee, cachen werde ich morgen nicht gehen. Dafür könnte es auch ein bisschen voll sein. Was war deine Lieblingsfrage eben bei dem Quiz? Wo warst du dir sicher, dass du recht nah dran bist? Bei der Anmeldung, wie viele Cacher sich angemeldet haben und bei der Elbphilharmonie. Da war ich mir recht sicher. Was hast du bei der Elfie getippt, wenn ich fragen darf? 103 Meter. Das ist sehr nah dran, sehr gut. Mehr erfahren wir morgen Abend. Vielen Dank fürs Mitmachen und ja, viel Spaß morgen. Danke. Tschüss. Ja, unser Quiz läuft weiter und wir haben jetzt die ersten bekannten Gesichter. Den Frosch kenne ich und sein Herrchen auch, irgendwoher. Aus der Windel rausgewachsen, der Frosch. Ist älter geworden? Ja, mittlerweile hat er sich meiner Arbeitsumgebung angepasst. Okay. Trägt jetzt auch Flecktarn, wurde schön genäht. Sag mal kurz den Namen, die meisten kennen deine Stimme, aber... Ich bin Max Hardcore, Tobi von der Nordsee-Taufe und so weiter bekannt und dabei habe ich Hugo. Und der futtert Tobi immer die Ravioli weg, steht auf seinem Badge. Genau, die kalten Ravioli, ich muss immer aufpassen. Ja? Was ich eben schön fand, du hast das Quiz ja mitgemacht und hast dich sofort an den CBS rangesetzt. Du kennst die Geräte noch von früher. Ja, klar. Das war mein allererster Computer, den habe ich von meinem Onkel gekriegt und mein Lieblingsspiel war früher Steinzeit-Olympiade. Olympics oder wie hieß das? Ich glaube ja, ne? Weiß ich nicht. Steinzeit-Olympiade hieß das Ding einfach nur. Und sonst waren Summer Games auch immer ganz geil. Natürlich, wir spielen das ja bis heute. Das ist ja, glaube ich, dir mitgegeben, wenn du mal reinhören willst bei uns. Wir machen ja nicht nur den Cash-Komfort, sondern auch den Retro-Komfort. Ja, eben zu den Fragen beim Giga. Was war für dich die Lieblingsfrage? Welche hast du richtig beantwortet? Was schätzt du? Also richtig habe ich definitiv angeantwortet, dass wie viel die Giga das in Deutschland ist. Weil das habe ich mit Philipp eben noch diskutiert. Und es ist das? Siebte. Okay, mag sein. Müssen wir checken. Wir verraten ja noch nichts. Ja, und ansonsten habe ich gesehen, du bist hier unter die Händler, unter die Verpfleger gegangen. Du bist gar nicht mehr ein normaler Geocacher hier auf dem Event. Ja, ich bin gefragt worden, ob ich hier mit dem Kreppwagen auftauche und das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Und bei mir gibt es jetzt heute hier am Freitag und am Samstag Krepp und freue mich. Und vielleicht kommt da das ein oder andere interessante Gespräch auch noch dabei rum. Absolut, schick die Leute mal zum Quiz, wenn sie nichts zu tun haben. Was erwartest du morgen hier von dem Giga? Das denkst du, was hier abgehen wird? Ja, auf jeden Fall, super Leute, nette Gespräche. Ja, einfach Socializing, was so ein Giga einfach ausmacht. Dann gucken wir, ich bin auch gespannt, vor allem über die Anzahl der Leute, die kommen. Mal gucken. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg an deinem Stand und der Crepe hat gut geschmeckt übrigens. Danke. Ja, danke. Tschüss. Bis dann, ciao. Ja, was wäre ein Giga ohne Infostand, ohne die Stelle, wo man Informationen bekommen kann? Und ich stehe jetzt hier am Infostand. Ich kann sagen, die Ruhe kurz vor dem Sturm, denn es ist noch nicht geöffnet. Und Magdalena und Otto stehen hier bei mir. Ihr seid hier sozusagen mitverantwortlich, dass nachher alles reibungslos läuft, oder? Ja, wir sind verantwortlich, dass die ganze Sache reibungslos abläuft. Ja. Für jede Frage wissen wir eine Antwort. Das haben wir gestern im Quiz gesehen, das stimmt nicht ganz. Für jede Frage nicht. Naja, Ausnahmen gibt es immer wieder. Ja. Was erwartest du von dem Giga? Was denkst du, was hier heute los ist? Weil gestern war ja schon, nennen wir es mal, eine gewisse Fülle erreicht. Ja, also ich denke mal, heute wird es noch wesentlich voller. Weil die Leute kommen alle her um das Giga, egal ob sie jetzt ihre Tüte abholen wollen oder nicht. Aber ich denke mal schon, dass das hier recht voll wird. Was sind eure Aufgaben hier heute am Infostand? Du sagst eben, du kannst alles beantworten, aber was ist hier wirklich faktisch nachher dein Job? Ja, unser Job ist, die Helfer zu betreuen, also sprich die Helfer-T-Shirts ausgeben, ein Helfer-Coin nach der getanen Arbeit auszugeben, dafür zu sorgen, dass sie was zu trinken und Verpflegung kriegen in der Zeit. Und anschließend geht es noch los, dass hier die Sonderedition der Coins verkauft werden und noch Lose verkauft werden. Das ist unsere Aufgabe hier, so grob. Und da werden wohl ein paar Leute hier heute ankommen, weil es wird ja wahrscheinlich, wie gesagt, richtig voll. Ja. Was ich bei dir interessant war, du hast vorhin zu unserem Quizstand rüber geschaut. Mhm. Du kennst auch noch die alte Technik, die da rumsteht. Ja, ganz genau. C64, in guter Erinnerung. Das waren der erste Computer, den unsere Söhne hatten. Und wir haben damals viel daran gespielt. Und haben die nicht alleine gelassen. Dann kann ich dich nur bitten, was ich vorhin schon sagte, wir machen ja unseren Retro-Kompott, den Schwester-Podcast. Ja. Hör da mal rein oder mach auch gerne mal einen kleinen Einspieler, weil die Erinnerungen an diese Zeiten sind schön, weil wir hier auch den ganzen Tag sehen, wie die Leute strahlen, wenn sie die alten Geräte sehen. Ja.
Das ist auch so, das stimmt. Und ich werde da das auch meinen Söhnen mitgeben, denn die haben das auch noch in sehr guter Erinnerung. Da reden wir ganz oft noch drüber. Dann hoffe ich, dass ihr auch bald mit uns nochmal wieder drüber redet. Wir machen alle zwei Wochen einen Online-Stammtisch, wo wir über solche Themen sprechen. Ja. Dann nachher viel Spaß hier. Wir gucken nachher mal am Ende, was dann passiert ist. Da komme ich nochmal wieder mit dem Mikro. Das ist ganz und nett, jetzt genießen wir noch die letzten Minuten bei... Ja, ein Gut, Grad. Ja, aber sonnig. Nein, es ist wirklich gefühlt viel wärmer und schönes Wetter. Ja. Hoffen wir, dass es so bleibt und euch gute Nerven bei der Info. Und dir viele Leute, die dein Quiz machen. Das wird schon funktionieren, war ja schon gestern im Vorlauf sehr gut. Genau, Dank. Jo. Danke. Ja, so viel zu den ersten Eindrücken und den Erwartungen für den nächsten Tag. Aber wir hatten ja schon dann in Anführungszeichen gut zu tun, denn immer mehr Leute kamen an und testeten das Quiz. Und wir haben uns dann entschieden, das Ganze schon offiziell laufen zu lassen, haben die auch schon notiert, die Ergebnisse. Und es war wirklich ganz gut, was zu tun. Und die Leute hatten Spaß, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Also toll war ja auch, dass wir hatten ja nicht nur den C64 da stehen, auf dem für meinen Geschmack besonders gerne Männer getippt haben, sondern wir hatten ja auch noch zwei Laptops. Das heißt, es konnten immer drei Leute gleichzeitig das Quiz machen, wenn sie wollten. Und das wurde auch richtig gut genutzt. Und dadurch, dass wir schon so früh angefangen haben, konnten wir dann auch erstmal gucken, was sind jetzt eigentlich gute Werte als Ergebnis und was sind nicht so gute Werte und wo geht das Ganze wohl hin? Und ich glaube, es war relativ schnell klar, dass so über 90% ziemlich gut ist und alles darunter irgendwie ja nicht ganz so toll. Also ja, am Anfang war es auch über 80% noch richtig gut. Also viele haben so zwischen 65% und 85% gelegen. Das ist so der normale Stand eines aktiven Geocachers gewesen, sage ich mal vorsichtig. Aber es war total spannend, dass es da auch natürlich einige Ausreißer gab. Zu den Rechnern war ganz spannend. Wir hatten ja auf den PCs auch das C60-Programm laufen gehabt in der Emulation, also auch mit dem alten Schriftsatz und dem alten Programm. Das war sozusagen ein moderner C64 und ich fand die Reaktion der Leute dann immer sehr schön. Einige gingen schnurstracks auf die Laptops zu, haben sich hingesetzt und das gemacht und andere schrien schon von Weitem, oh Gott, was ist das denn? Und oh, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Und einige korrigierten auch dann sich unter anderem, dass das kein Brotkasten, sondern ein C2 war. Da waren Leute bei, ich habe mich weggeschmissen. Und schön waren auch einige, wo ich dann sagte, es sind noch zwei Plätze frei, ihr könnt ran. Nein, wir warten, bis der alte Rechner frei ist. Also das hatte ich diverse Male. Und das fand ich natürlich sehr witzig, weil ich sag mal so, jeder fünfte, sechste hatte leuchtende Augen, der in den Stand kam. Und das gefiel mir natürlich sehr gut, weil wir auch so ein bisschen dann über den Retro-Komport reden konnten und auch dort gab es viele, die gesagt haben, dass sie es interessieren würden. Ich bin gespannt, ob sich da einige zurückmelden bei unserem Schwester-Podcast und auch mal über die Geschichten sprechen, denn wir reden da auch nicht nur über C64, sondern auch über alles andere, was alt ist. Also einer war dabei, der sagte, er würde gerne eher über einen Atari reden. Da habe ich gesagt, sehr, sehr gerne. Auch sowas ist immer gefragt. Also wer da Interesse hat, bitte unbedingt auch mal in den Retro-Komport reinhören. Denn ich glaube, da ist doch eine gewisse Überschneidung bei den Altersgruppen. Das war total faszinierend, wie gesagt, wie darauf reagiert wurde. Ja, und dann konnten wir eigentlich ganz gespannt sein, was am nächsten Tag passiert. Großteil der Sachen konnten wir vor Ort lassen, allerdings natürlich mussten wir den Stand trotzdem abbauen. Und mein einziges Problem war, ich hatte dann an dem Abend noch den Retro-Komport-Podcast live per Skype von zu Hause. Da machen wir die Aufzeichnung immer für den Schwester-Podcast und am nächsten Morgen musste ich um 6 schon wieder los zum Giga. Und das war natürlich schwierig. 2 Stunden Schlaf sind nicht viel, aber was tut man nicht alles, wenn man ein Quiz präsentieren möchte? Und so ging es dann am nächsten Tag früh los. Hat zum Glück alles geklappt. Der Parkplatz war frei. Ich kam recht schnell an meinen Koffer ran. Den hatte ich bei der Ballinstadt bei einigen Mitarbeitern untergestellt. Hab dann aufgebaut. Und nach ein, zwei Stunden Entspannung ging es los. Und zwar ging es genauso los, wie ich am Vortag aufgehört hatte. Ich kam zu gar nichts mehr. Ich hatte mir Kaffee mitgenommen und immer, wenn ich mir mal einen Milliliter einschenken wollte, saßen schon die nächsten 3 da und schauten mich erwartungsvoll an und warteten auf eine Erklärung. Ich war nach 2-3 Stunden echt schon platt und mein Problem war, ich war ja da alleine, denn du warst ja als Helfer beim Event, du hast, glaube ich, Kassendienst gemacht oder hast vorne zumindest mitgeholfen. Genau. Erzähl doch mal kurz, was du da erlebt hast, was da los war, denn am Tag vorher gab es ja beim Einlassen, nennen wir es mal ein bisschen Schwierigkeiten, aber der Samstag lief eigentlich recht geschmeidig, ne? Genau, also am Freitag, das wissen ja, glaube ich, inzwischen alle, die da bei dem GIGA waren oder vielleicht auch nicht waren, das wurde ja schon weitergetragen, die Info. Am Freitag lief das sehr schleppend mit dem Einlass. Da war es ein bisschen chaotisch und unorganisiert und dadurch mussten die Leute, die ihre Tüten wollten, abholen wollten, da sehr, sehr lange stehen und
Da man dann für Samstag befürchtet hat, dass es wieder ähnlich wird, hat man spontan eine Tageskasse eingerichtet, also extra ab von dem Platz, wo man seine vorbestellten Sachen abholen konnte. Und das war dann für die Leute, die wirklich nur aufs Event wollten und nicht unbedingt jetzt Wert darauf legten, da noch diese Woodcoins zu kriegen oder was so in diesen gepackten Tüten drin war. Und da wurde wirklich ganz spontan, ich glaube, das wurde Samstagmorgen auch dann erst entschieden, ganz spontan wurden da Tische aufgestellt und wir standen da mit 3 Leuten und 2 Kassen und haben Tagestickets verkauft und das also wirklich auch, ich sag mal, im Minutentakt. Also das war wirklich ein riesengroßer Zulauf. Und die Leute, die da kamen, die waren alle ganz erstaunt und hoch erfreut und glücklich, dass sie also direkt dran treten konnten, ihr Geld bezahlen, ihr Bändchen kriegten und ihr Programmheft und direkt aufs Event konnten, ohne zu warten. Also das war wirklich toll, das hat man so richtig gespürt, weil viele schon gelesen hatten oder gehört hatten, dass es halt da lange Schlangen gab am Freitag und sich jetzt auch schon auf Wartezeiten eingestellt hatten. Und dann waren da gar keine Wartezeiten. Also das war sehr, sehr positiv und ich glaube, das hat dem Event sehr gut getan und die Stimmung da sehr gehoben. Ja, die haben ihre Bändchen bekommen und sind dann sofort zum Quiz geeilt. Zumindest hatte ich das Gefühl auf der anderen Seite von der Anlage. Und ich war sehr, sehr glücklich, als ihr gegen 13:30, 14 Uhr oder so, ich weiß die genaue Zeit nicht mehr, kamst du ja dann vorbei und konntest mich zusammen mit Carsten ein bisschen ablösen, weil ich konnte den Satz hier unten bitte die Prozentzahl, die Prüfziffer eintragen und den Namen nicht mehr sagen. Ich habe sogar eine Nacht später noch davon geträumt. Also ich glaube, den Satz habe ich weiß nicht, 1000 Mal gesagt, ich weiß es nicht. Das ist der Hammer gewesen. Aber so konnte ich dann ein bisschen verschnaufen, ein bisschen zugucken, ein bisschen mal nicht mich um das Quiz kümmern und mich auf den Weg machen. Denn es waren auch einige Händler natürlich dort. Es gab eine Händlermeile und da ich ja auch Preise zusammengesammelt hatte bei den Händlern, und da haben uns ja einige unterstützt, wir haben von 6 oder 7 Händlern tolle Preise bekommen, da erzählen wir nachher nochmal was zu, bin ich ein bisschen rumgegangen und habe mit den Händlern gesprochen. Und auch da habe ich natürlich, macht ja beim Podcast Sinn, das Mikro mitgenommen und bekannte und unbekannte Gesichter getroffen. Und wir hören jetzt mal in kurze Gespräche mit den Händlern rein. Einmal ein kurzes Gespräch mit Mario vom Laser Logo Shop, dann war ich bei Mr. Cash, dann gab es 2 schottische Händler, auch mal sehr interessant, mit denen habe ich kurz gesprochen. Und natürlich darf auch der Gründel nicht fehlen. Ja, jetzt wandere ich mal wieder rum, hab mir ein bisschen Zeit genommen, mal eine kurze Pause vom Quiz, zum Glück wäre ich da gerade vertreten. Und ich gucke mir die Händlermeile an. Natürlich ist vom Laser Logo Shop der Mario wieder da, wie immer stilecht gekleidet. Hallo Mario. Wieso stilecht? Nur weil ich eine lustige Mütze auf habe? Die hier sehr gut herpasst, ja, genau. Ja, du hast wieder tolle Aufsteller hier, das sehe ich schon für die Coins. Und du hast auch für unser Quiz hier was Schönes zur Verfügung gestellt. Magst du dazu noch einmal kurz was sagen, was du da gestiftet hast? Da ging es ja um die Sandmännchen-Geschichte. Ja, ich habe eine Sandmännchen-Coin letztes Jahr herausgebracht. Da habe ich noch ein paar von. Und da habe ich eine Sandmännchen-Coin in der RE-Edition. Da gibt es eine 150er Auflage zusammen mit einem kleinen Display zur Verfügung gestellt. Ja, die gibt es nachher bei uns ja zu gewinnen. Übrigens, das Original-Sandmännchen aus dem Osten, das West-Sandmännchen, ist ja nur eine Fälschung gewesen. Genau. Und ansonsten jetzt dein Eindruck, so hier die ersten Stunden beim Giga, wie gefällt es dir? Für mich als Händler ist es toll, die Leute sind alle freundlich, die Leute haben alle Bock auf das Event. Auch wenn das Wetter nicht so richtig mitspielt, das merkt man denen nicht so an. Es macht als Händler wirklich Spaß und ja, es lohnt sich auch, kann man durchaus sagen. Was ist am begehrtesten heute? Am begehrtesten? Ich. Okay, welche für deine Produkte sind am begehrtesten? Also die Gigacoin, ich hatte 100 Exemplare der Gigacoin vom Event, die waren relativ schnell ausverkauft und die eigenen Token, meine Event-Token, sind inzwischen bis auf eine Handvoll auch alle ratzekahl weg. Ja, dann gucken wir, wie es weitergeht und viel Erfolg noch heute. Vielen herzlichen Dank. Ja, und ein nächster interessanter Stand. Diesmal sind wir beim Geocaching-Shop und Mr. Cash und auch von dir gerne eine Einschätzung. Wie läuft es dir heute? Wie gefällt dir das Event? Was ist hier so heute das Highlight? Also ich muss sagen, super viel los. Wetter, ja gut, es ist Regen, aber ich denke mal, sind die Leute in Hamburg gewöhnt. Ja, sehr gut, muss ich sagen. Sehr gut besucht und ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Wir haben Produkte, die heute besonders beliebt sind. Ja, wir haben was ganz Neues, was heute nur auf dem Event gibt, und das ist unsere Wi-Fi-Station. Da kann man eine Powerbank anschließen und erzeugt ein WLAN, kann man sich einloggen und dann kann man da Log-Einträge hinterlassen, beziehungsweise ein Rätsel lösen für eine Multistation.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja, haben wir schon welche in der Wildnis ausprobiert? Ja, ist bei uns, wir sind aus Nordrhein-Westfalen, ist schon erprobt, gibt es auch ein paar Dosen und heute zum ersten Mal auf dem Event wird es verkauft und sehr beliebt. Also, wo findet man da weitere Infos? Das ist auf www.mrcash.de, findet man bei uns im Shop, beziehungsweise kommt in der nächsten Woche und jetzt gibt es erstmal nur auf dem Event. Ja, ansonsten Zeit gehabt, hier mal über das Gelände zu gehen oder von Hamburg was mitzubekommen oder ist hier nur wirklich Business? Event heute leider nur ganz kurz, weil um 9 Uhr direkt eine Flut von Leuten kam und ich denke mal, wir werden heute Nachmittag, wenn es ein bisschen ruhiger wird, werden wir uns mal ein bisschen umschauen können und Hamburg haben wir uns natürlich angeguckt, klar. Wunderbar, dann wünsche ich noch viel Erfolg und vielleicht hören wir uns nochmal. Danke. Ja, sehr gerne. A lot of people are here, they're not from Germany. And, you're from Scotland, is that correct? I am from Scotland, yes. Yeah, you give us some nice prizes for the contest. But what are you doing here? Are you on world tour? Why Hamburg? We're not quite world tour, but European tour. And Hamburg is the first event of 7 that we're going to in the next just over a week. Okay, it's really a tour. Yeah, so we go from here, we're promoting Geocoin Fest Europe, that's in Manchester in September this year. And then we are going from here to Eindhoven tomorrow. We have an event, then Leuven, then to Köln, then down to Luxembourg City. Then we go to Geowallians in Belgium, the mega event there, and then from there we drive to Prague for an event in the evening there, and that's the last event, and then we'll be driving up to Estonia so I can get my flight home from Estonia. A lot to do. What's the special thing about Hamburg, about this Giga? Do you like it? What's the special thing here? Oh, Giga, well, it's a Giga. This is the first European Giga I've been to, so it's great to come to a Giga here. And well, it's Hamburg. I've always enjoyed Germany. German people are great fun to be about. So yeah, that's what brought us over here first. Are you selling a special product with this important here, which is very interesting for doing? Yes, we have a Geocoin that's been especially made for this event and is only going to be available at this event. It's for the Geocoin Fest tour. There are 8 coins being made. 1 is being sold at each event, and you can only buy it at that event. So this is the Hamburg one, and when connected together, they form a circle and go around our wood coin that fits in the middle. So it produces a nice effect, a nice set of coins. If someone wants to have more information about the Geocoin Fest, for example, where can you have a look? If they're not here today, they can look on our website, which is gcf19.eu. That's our website. And the event code is GC7TTNT. Okay, thanks a lot and have a lot of fun on your journey. Thank you. Okay, bye. Ja, und natürlich sind wir auch kurz nochmal wieder beim Gründel, der hier voll in Action ist. Danke auch schon mal für die Spende. Du hast uns zwei schöne Coins gegeben, die werden wir nachher mit verlosen. Was sagst du zum Hamburg-Giga? Ja, schön. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn es nicht mehr regnet und das Sonne hier auch ist. Also die 1 Grad sind heute doch nicht 1 Grad, oder? Das ist doch richtig gut. Nee, das ist also wärmer wie die Prognose und es ist auch Gott sei Dank bisher auch nicht so windig. Also insofern alles gut, alles schön. Aber ich komme hier auch aus meiner Händlergasse irgendwie gar nicht richtig weg. Ich habe dasselbe Problem beim Quiz. Ich musste mich auch eben kurz mal loseisen, denn da ist auch die Hölle los. Gibt es irgendwas, was besonders gut hier läuft? Ist das ein normales Event oder sind hier Sachen anders als sonst? Ich sag mal, ein normales Groß-Event ist es. Also ich kann jetzt nicht sagen, also was nicht gelaufen ist und das, was hier für uns als Händler ist, das ist natürlich ein bisschen anders. Immer wie für den Normalcacher, den Teilnehmer. Für uns Händler ist das alles ganz normal gelaufen, wie man es eigentlich von einem Event kennt. Gibt es irgendwelche neuen Erfindungen von dir oder neue Bücher? Was gibt es Neues an der Gründelfront? Was gibt es an neuen Büchern? Es gibt das Nordkap-Projekt. Das ist jetzt der erste große Event, wo wir das haben. Also das Reisetagebuch in Männlein- und Weiblein-Form von unserer Tour, wo wir bei Nothing But Stones waren. Ansonsten habe ich so kleine Messgadgets, so ein Gerät, wo man Kabel messen kann, wie viele Milliampere da durchgehen und weiß, welches die China-Kabel sind, welches die besseren sind. Und das ist erstmal so im Großen und Ganzen das, was ich hier habe. Ja, dann will ich dich weiter von der Arbeit abhalten. Viel Erfolg und mal gucken, was hier heute noch so passiert. Danke. Super, vielen Dank und viel Spaß bei der Verlosung. Danke. Ja,
Ja, und danach ging es dann wieder zurück zum Quizstand. Und da gab es dann so die ersten Rückmeldungen auch, dass es ja eine neue Form von Lab-Caches auf diesem Event gab. Ich habe das Ganze nicht gemacht, weil da musste man anscheinend ja neuerdings eine extra App für haben. Das ging nicht mehr über die Webseite wie früher. Und bei einigen ging es nicht. Aber man musste wohl ja direkt an die Lab-Caches ran, um überhaupt locken zu können. Du hast das teilweise gemacht. Kannst du zu dem neuen System irgendwas erzählen? Also das sind diese neuen Adventure Lab Caches heißen die, glaube ich. Dazu braucht man eine extra App. Das geht also nicht mit der Geocaching App und es geht auch nicht mit der CGeo App, sondern man muss sich da eine extra App runterladen. Und in diesem Rahmen waren eben auch die Lab Caches vom GIGA. Und es gab 10 Stück auf oder am Gelände der Ballinstadt und 10 weitere in der City Hamburg, also irgendwie an den Hauptkirchen und auf dem Rathausplatz und so. Und ja, man muss also so ähnlich wie bei MWI Go sich in einen bestimmten Bereich bewegen und bekommt dann eine Aufgabe dort, muss also irgendwas ablesen oder so oder zusammenzählen oder wie auch immer, muss dann diese Antwort eintippen und damit hat man dann den Labcache erfüllt. Und man muss in dem Bereich sein, wo der ist, ne? Genau, das ist also ein bisschen anders, als es früher mit den Lab-Caches war, dass man zu Hause am Rechner alle Antworten hintereinander eintippen konnte. Das funktioniert jetzt nicht mehr, wobei ich gehört habe, da gibt es auch schon wieder Apps, die das irgendwie können und da dann so ein bisschen schummeln. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe am Samstag, also gestern, auf dem Gelände, ich glaube, 3 oder 4 Lab-Caches gemacht. Und die anderen habe ich alle heute absolviert im Anschluss an das Abschiedsevent, weil ich da ja sowieso in der City war. Genau, gab da ein bisschen geteilte Meinung zu diesen neuen Lab-Caches. Natürlich, man kann nicht mehr schummeln, das finde ich eigentlich sehr gut, das ist was Positives, aber der Haken ist, bei einigen lief die App nicht. Wenn man in den App-Store geht, sieht man auch ganz viele Leute, die Probleme haben. Also die scheint bei ganz vielen Leuten nicht zu starten, nicht zu funktionieren. Und was natürlich ein Riesenproblem ist, und das sehe ich auch kritisch, wenn man keine Internetverbindung hat, während man in der Nähe dieses Lab-Caches ist, hat man natürlich auch keine Chance, was zu locken. Das heißt, man kann nicht offline locken dort vor Ort oder später nur hochladen. Das müssten die natürlich nochmal einbauen, weil wenn viele Leute unterwegs sind, sind einige Funkzellen überlastet. Es gibt Gebiete, da haben einige Leute kein Netz. Ich habe zum Beispiel ja nur immer im Wald auf Rügen gutes Netz als Beispiel. Da wäre es vielleicht mal geschickt, da was nachzuarbeiten, denn es ist schade, wenn man einen Cache lösen will oder eine Frage beantworten will und in dem Moment erkennt das Handy das nicht. Die App das nicht und das wäre natürlich doof, wenn man das dann gar nicht locken kann. Also da ist wohl noch einiges nachzubessern, aber die Grundidee finde ich natürlich gut, weil man kann nicht mehr Sachen locken, wo man nicht war. Das würde ich mir beim Cachen auch genau wünschen. Also ich hatte auch, als ich heute in der Stadt war, also am Rathausmarkt und dann habe ich noch die Kirchen besucht und Landungsbrücken und alten Fischmarkt und was weiß ich, also da war ich mit Freunden die 1895 unterwegs und habe da alle Caches abgearbeitet, das war alles ohne Probleme. Und außerhalb eines Megas oder Gigas gibt es jetzt ja auch diese Adventure Lab Caches, die von Cachern gelegt werden, also nicht unbedingt nur von Organisatoren eines Megas, sondern eben von Cachern. Und in Hamburg gibt es da auch schon 2 Stück. Es gibt einmal die Hauptkirchen von Ranhaha und dann gibt es auf dem Ohlsdorfer Friedhof, ich weiß jetzt gerade gar nicht genau, wie der heißt, das heißt irgendwas mit Engeln. Und das ist von der Cacherin Autumnalis. Und in der City hatte ich auch überhaupt keine Probleme, heute alles abzuarbeiten. Aber ich bin dann nachmittags noch mit Freunden die 1895 auf den Ohlsdorfer Friedhof gefahren, um auch da die 5 Caches noch zu machen. Und da ist mein Gerät also total ausgestiegen und es ging gar nichts mehr. Ich musste dann die App einmal deinstallieren und wieder neu installieren. Und dann ging es auch weiter. Und das Problem hatten wirklich sehr viele. Vielleicht war es jetzt auch einfach Überlastung, weil wenn da vielleicht gefühlt, schätze ich mal, 3000 Leute oder so, also wir haben zumindest an jeder Ecke, sogar auf dem Ohlsdorfer Friedhof, dann auch noch ganz viele Cacher getroffen. Wenn dann natürlich jetzt ganz viele gleichzeitig das bearbeiten, ist es vielleicht ein Problem mit dem Server, ich habe keine Ahnung. Es gibt allgemein große, große Probleme mit der Software. Das sieht man, wie gesagt, in dem App Store, was da an Kommentaren steht. Die App hat im Augenblick eine Bewertung von 2,0. Ich glaube, im ganzen App Store ist kaum ein Programm schlechter bewertet als diese App. Also da scheint es technische Probleme zu geben. Ich denke mal, die werden da nachliefern müssen. Aber die Grundidee ist ja super. Ja, du hattest gerade den Namen Ranhaha erwähnt. Auch
Der Carsten hat uns natürlich am Stand geholfen und ich glaube auch er träumt inzwischen von einigen Sätzen, die er zu oft gesagt hat. Das glaube ich auch. Aber wir haben uns dann nachher ganz gut abgewechselt. Nüs hat zwischendurch noch Belege sortiert, also alles super, schöne Grüße nochmal an Lilly Lover. Also ihr habt alle da wirklich mich unterstützt und das war auch sehr gut, weil sonst wäre ich wahrscheinlich bis abends durchgedreht. Wir hören noch mal in ein kurzes Gespräch am Quizstand rein und gucken mal, ob das, was du heute erzählst, auch zu dem noch passt, was du während des Events erzählt hast, weil du bist da ja auch eine der Personen, die noch kurz was erzählt hat. Also einmal noch zurück zum Quizstand. Ja, hier am Quizstand ist auch noch sehr viel los. Andrea hat mich freundlicherweise ein bisschen vertreten. Du hast heute Morgen schon die ganze Zeit gedient hier, kann man sagen. Du warst an der Kasse, wenn ich es richtig verstanden habe. Dein erster Eindruck hier heute, sowohl vom Quiz als auch vom Event selber? Ja, ich war heute Morgen hier an der Tageskasse, die spontan aufgebaut wurde, damit sich nicht wieder solche Schlangen bilden wie gestern. Das hat super funktioniert, also es gab da überhaupt keine Probleme. Keiner musste warten und die Leute waren auch total begeistert. Also die Logs von gestern gelesen haben und ankamen jetzt relativ spontan, die haben alle gesagt, oh, man muss ja gar nicht warten und das ist ja toll. Und ja, das lief wirklich super und auch an der Hauptkasse war relativ schnell der Stau behoben. Also das ging heute wirklich klasse und ja. Und das Quiz läuft auch entspannt. Genau, zum Quiz. Das Quiz läuft super. Also es kommen wirklich viele neugierige Leute. Man hört immer wieder, oh, ein C64. Ne, das hast du wahrscheinlich heute auch schon tausendmal gehört. Leuchtende Augen, ja. Genau, leuchtende Augen. Also vor allen Dingen Männer. Frauen sind da irgendwie nicht so interessiert. War bei mir gemischt tatsächlich. Ja, okay. Geht auch schon wieder weiter. Ich glaube, wir gucken mal. Und ich frage gleich mal einen, der schon am Quiz teilgenommen hat. Was sagst du zu dem Quiz? Du warst, glaube ich, gestern mit dabei, ne? Ich war gestern mit dabei, ja. Also mir hat das Spaß gemacht. Ich habe dann gestern Abend nochmal drüber nachgedacht, über die Fragen. Ich hatte ja nun ein recht gutes Ergebnis, aber eine Frage habe ich in den Sekunden so dermaßen. Du kannst es jetzt ja spoilern, weil das wird ja nicht später ausgestrahlt. Wo waren deine Schwächen? Ich habe ja 88% erreicht. Ich war, was schon sehr gut ist. Ja, ich glaube nicht, dass ich da so viele Schwächen habe, aber ich denke, eine Frage, wann der erste deutsche Cache archiviert wurde, die habe ich ein bisschen versemmelt. Ja. Okay, jetzt weißt du mehr. Aus dem Gefühl weiß ich jetzt, dass ich vollkommen daneben gelegen habe. Ich habe die Frage verstanden, wann das erste Mal in Deutschland ein Cache archiviert wurde. Dann wirst du ein paar Jahre daneben liegen, das ist richtig. Ich weiß, ich schätze mal, dass ich 9 Jahre daneben gelegen habe. Ist aber prozentual nicht so schlimm. Also das war schon ein gutes Ergebnis. Ja, ich bin da auch ganz mit zufrieden. Ja, und wie fandst du sonst die Idee mit dem Quiz? Die Idee war gut, ja. Ja, aber ich habe mich nicht an den C64 gesetzt. Ich habe mich natürlich an den Dell-Computer gesetzt. Ja. Wo eine C64-Emulation draufläuft. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Naja, es war auch der einzige Platz, der frei war. Und sonst zu dem Event, du bist hier ein bisschen rumgelaufen. Was sagst du zum Hamburger Giga? Ja, das Giga, heute läuft es entspannt. Das Vorevent war gestern etwas schwach, die langen Wartezeiten. Es war eine komische Stimmung. Ich habe dann auch darauf verzichtet, mich an die lange Schlange anzustellen, nur für ein Eintrittsbändchen. Ich habe dann gepokert und gewonnen. Ich habe gedacht, heute wird es etwas ruhiger. Ich bin auch erst um 12 hier gewesen heute. Und ich bin gleich nach vorne durchmarschiert und habe sofort mein Bändchen gekriegt. Aber gestern fand ich schon etwas daneben. Ja, ja. Aber heute hat sich das entspannt. Heute hat sich das entspannt. Und das Announcement, was Sie heute Nacht noch rausgeschickt haben, habe ich als Unverschämtheit empfunden. Denn einfach zu schreiben, wir wollen jetzt keine Schuldigen finden, aber genau da prangern sie die Schuldigen mit an. Und dann 40% der Cacher zu unterstellen, dass sie nicht lesen können und die Rechnung nicht mit haben. Das heißt, damit muss man rechnen. Damit muss man rechnen, aber einfach sozusagen, ihr seid alle blöd. Das steht da zwischen den Zeilen für mich. Und auch in einem anderen Announcement zu schreiben, ja, wir haben selbst bei dem Giga nicht mitgerechnet, dass wir so überfallen werden, das halte ich für naiv. Das ist schlicht und ergreifend naiv. Ja. Das hast du auf anderen Events schon anders erlebt? Das habe ich schon anders erlebt, ja. Ja. Also ich würde immer 10 bis 15 Minuten Wartezeit in Kauf nehmen an so Dingen, aber die 2 oder 3 Stunden, die gestern da aufgerufen wurden, auf keinen Fall. Deswegen habe ich mich auch nicht angeschaut. Heute ist es ja entspannter, heute läuft das sehr rund. Ja, ja. Was sind für dich heute so die Highlights hier? Du bist schon ein bisschen rumgelaufen? Ach, ich bin ja nur hier aus der Ecke, ich brauche nicht nach auswärts cachen gehen. Du musst jetzt nur sagen, das Quiz, das wäre die richtige Antwort gewesen. Da wollte ich gerade drauf hinaus, aber ich finde das immer schön, wenn so ein Interviewer sich die Antworten selber gibt. Ja, wunderbar, ja, dann ja. Wünsche ich noch viel Spaß, ja, hoffe auf keine langen Schlangen mehr. Danke. Und viel Spaß noch. Ja. Danke. Ja, was man auch nochmal erwähnen muss, sind die Logbücher des Vorevents und des Events. Das war ja wirklich eine coole Idee, oder? Ja, das war toll. Also das muss man schon sagen. Also beim Vorevent waren das ja 2 Segel, die man da beschreiben konnte.
und beim Hauptevent dann gestern ein ganzes Segelboot. Und das war ganz toll, da gab es viele Eddings, man konnte da alles beschreiben an diesem Boot. Und ich habe ganz oft die Frage gehört, was passiert denn hinterher eigentlich mit dem Boot? Wer stellt sich denn das in die Vitrine? Und ehrlich gesagt, das würde mich auch mal interessieren. Da habe ich leider aber keine Info zu. Es war, ein echtes Boot, nicht eines falsch verstehen. Eine richtige Jolle, genau. Also. Ja. Ja, und zu den Coins kann man auch noch was sagen. Ich hatte inzwischen die Coins bekommen. Das war ja am Vortag nicht möglich, weil ich ja keine Chance hatte, in die Nähe der Ausgabestelle zu kommen, wegen der Menschenmassen. Die wurden mir dann inzwischen auch über Umwege zugetragen. Das hat sehr gut geklappt und die gefallen mir auch sehr gut. Ich habe mir die jetzt vorhin das erste Mal richtig angeschaut. Da sind wirklich so die Hamburger Wahrzeichen sehr schön geprägt. Also hat mir auch gefallen. Das ist wenigstens schön passend und Hamburg-spezifisch. Also das Drumherum dort mit diesen Geschichten war wirklich gut gelöst. Genau, also ich habe auch eine wunderschöne Coin bekommen, nämlich eine Helfer-Coin. Das ist die in Form der Cap San Diego. Also die ist auch ganz, ganz toll. Die habe ich natürlich leider nicht bekommen, denn ich war ja kein Helfer. Ich habe ja nur Leute auf dem Event bespaßt mit einem kleinen Quiz. Fand ich schade, weil das war die schönste Coin eigentlich. Aber wie gesagt, die haben ja nur die bekommen, die offiziell geholfen haben und nicht die an den Ständen gearbeitet haben teilweise. Ja, danach bin ich wieder unterwegs gewesen und habe noch zwei lustige Sachen entdeckt. Einmal habe ich über High-Quality-TPs gesprochen am Stand von Birre. Und dann gab es noch eine lustige Geschichte von Gabi, die mit Fotos Geocacher verwirrt hat. Ja, und hier ist ein recht übervölkerter Stand und hier rätseln viele Leute hier. Bauen viele Leute, drehen viele Leute. Ich weiß gar nicht, was hier so richtig passiert. Ich frage mal zwei Personen, die hinterm Stand stehen. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen und sagen, warum es hier so voll ist und was hier passiert? Was machen die Leute hier? Ja, die versuchen alle die High-Quality-TBs zu öffnen. Und magst du kurz erklären, was ist ein High-Quality-TB? Das ist ja ein TB wie kein anderer. Ne? Das, normalerweise gehen die TBs, die gehen rund der Welt oder von Cache zu Cache, aber diese bleiben hier. Das heißt, man kann die hier vor Ort öffnen und dann auch erst locken? Öffnen oder? Und dann locken, ja. Aber der bleiben wir. Wer hat die Idee gehabt? Den Birre. Okay. Den Birre, ja. Und wer baut die? Der Birre baut alles selbst. Und der bedenkt jedes TB. Und da wird er gebaut, meistens auf Stahl, aber auch manchmal Plastik oder sowas und dann das macht er zu Hause. Das sind alles Einzelstücke oder? Alles Einzelstücke. Ja. Und ihr seid damit dann sozusagen auf Tour von Event zu Event oder? So ungefähr, ja, von Event zu Event, weil diese TBs kann man nur auf Events öffnen. Okay. Macht ihr das aus Spaß? Ist da irgendein Gedanke hinter? Ist das nur ein Hobby oder was ist das für eine Geschichte, die dahinter steckt? Das ist Hobby. Ja, das ist beide. Das ist Hobby und es macht Spaß. So. Das heißt, hier muss auch keiner was bezahlen, alle können mitspielen und jeder darf locken, wenn er was findet. Ja, jeder darf. Na, dann genau. Nochmal kurz zu diesem Event. Wie gefällt euch das Giga Hamburg? Was sind hier so die Highlights für euch? Oder was habt ihr hier so erlebt bisher, außer hinterm Stand? Ja, für mich war das erste Mal in Hamburg und das gefällt sehr gut. Gestern haben wir mit Fahrrad rund die Stadt gefahren und es war sehr schön. Viele Cache gefunden und heute das Giga Event. Es ist Giga. Ja, es ist Giga, ja. Also doppelt Giga. Und bei dir, wie gefällt dir das Hamburg-Event heute? Das Hamburg-Event gefällt mir sehr gut. Hamburg ist für mich nicht neu. Ich bin schon oft in Hamburg gewesen. Aber mit dem Mega, das ist natürlich toll. Überall trifft man Leute, die mit dem Navi oder mit dem Handy durch die Gegend laufen und irgendwas suchen. Und das ist einfach spitze. Absolut. Hier wird immer noch fleißig gerätselt, wie es weitergeht. Und ja, wünsche ich euch noch viel Spaß, viel Erfolg. Und ja, mögen sich die TBs irgendwann öffnen. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ja, beim Geocachen sieht man ja oft Leute, die Zahlen abschreiben, die discovern, die viele Dinge machen. Und eben habe ich eine Geschichte gehört, die fand ich so witzig, die möchte ich jetzt nochmal aus erster Hand hören. Magst du einmal kurz sagen, wer du bist und wie du hier jetzt eben gerade Geocacher, nennen wir es mal, verwirrt hast? Also ich bin Gabi und ich habe mir einfach den Spaß gemacht, auf diesem Giga-Event eine Bank zu fotografieren mit Namen oder mit Zahlen drauf. Warum? Was hatte das zu bedeuten? Einfach so. Ich habe gedacht, ach, ich mache mal einen Witz, weil hier alle mit Handys rumlaufen. Und da habe ich gedacht, naja. Das Cover an TB ist richtig. Ja, ich bin kein Geocacher und ich habe keine Ahnung davon. Und habe dann gedacht, naja, Gott, jetzt mache ich mir mal so einen Spaß und habe da so an so einer Holzbank rumfotografiert. Und was passierte dann? Es kam einer, der sofort sein Handy zückte und das Gleiche tat und ich dann lachend weggegangen bin. Weil ich hat er dich gefragt, was die Zahlen bedeuten? Nein, das nicht. Weiß irgendjemand, was die Zahlen bedeuten? Das weiß ich nicht. Nee.
glaube nicht. Also Geocacher verwehrt, Auftrag erfüllt, würde ich sagen. Ja, genau. Dankeschön. Das war zumindest witzig. Das stimmt, ja, danke. Ja, so einfach kann man Geocacher irritieren. Das finde ich sehr schön. Hätte ich aber auch drauf wetten können, dass da jemand drauf reinfällt. Na klar. Ansonsten gab es ja auch Programm. Hast du eher was mitbekommen von den Lesungen? Hoegger soll ja da gewesen sein, von den Kursen, von den Führungen und solche Geschichten? Nein, ich habe mich da ganz bewusst für nichts angemeldet. Also es gab ja ganz viele Stadtführungen, Rundfahrten, Hafenrundfahrten. Da habe ich aber, ja, ich meine, ich wohne ja nun in Hamburg und da braucht man das vielleicht nicht unbedingt und sollte da lieber den Vortritt lassen, die jetzt von weiter weg kommen. Und ansonsten habe ich auch keinen Workshop oder sowas gebucht. Also da kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich habe da immer mal so am Rande gehört, dass das doch alles wohl sehr gut gelaufen ist und sehr positiv war. Und die Leute fanden eigentlich die Sachen immer ganz interessant. Also ich habe von welchen gehört, dass dieser HTML-Workshop sehr unterhaltsam und ganz toll war und sehr lehrreich. Und ja, kann ich aber sonst nicht mehr zu sagen. Ja, das Quiz lief weiter. Das war ja von 9 bis 17 Uhr offiziell angekündigt. Und wir haben am Ende da wirklich, ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwas zwischen 500 und 1000 Leuten durchgeschoben, sag ich mal. Das ist echt eine Menge. Und es haben sich dann so langsam auch die Ergebnisse eingependelt, die wirklich die High-End-Ergebnisse waren. Und da hast du recht, deine erste Einschätzung war eigentlich richtig. So alles, was über 90% war, war schon mal preisverdächtig, kann man ja auf jeden Fall sagen. Genau. Und ich fand es wirklich auch faszinierend, dass da auch so gar keine Pause war. Also, null, richtig. Wie gesagt, mein Kaffee wurde kalt. Genau, also es kam immer sofort neue Leute. Also da war nicht mal irgendwie so eine Strecke, wo man jetzt sagen konnte, jetzt kann man sich mal einen Moment zurücklehnen, sondern es war dauernd, waren diese PCs, beziehungsweise der PC und die beiden Laptops besetzt. Richtig. Und jetzt weiß ich, wurde, glaube ich, noch nie so oft getippt in den letzten Monaten wie an dem Tag. Wahrscheinlich. Er wurde viel bespielt, sage ich mal, und alle haben sich gefreut. Mhm. Ja, und wir mussten wirklich auch um 17 Uhr mehr oder weniger den Leuten den Bildschirm und die Finger klappen, um abzubauen, weil wir sollten ja um 17 Uhr dann intern die Auswertung machen, damit wir 17.30 Uhr auf der Bühne die große Preisverleihung starten können. Und ja, wir haben wirklich unter den Fingern der Leute eigentlich abgebaut. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde länger machen können, problemlos. Mhm, glaube ich auch. Ja, wir hatten zum Glück während der ganzen Geschichte ja schon ein bisschen vorsortiert, haben das Ganze manuell gemacht. Wir haben also wirklich die Abschnitte durchsortiert, damit nicht irgendein Rechner oder ein Stromausfall einen Strich in die Rechnung machen kann. Also da waren wir sehr altmodisch, aber passt ja auch zu einem Retro-Rechner, dass wir dann retromäßig auswerten. Ich habe dann die Sachen erstmal wieder weggebracht zum Auto, habe den Stand soweit mit abgebaut und wir haben dann gewartet, dass wir auf die Bühne können. Also du wolltest ja gar nicht mit auf die Bühne. Nö, ich wollte nicht unbedingt mit auf die Bühne. Einer musste das ja auch filmen, das Ganze. Den Film habe ich noch gar nicht bekommen. Fällt mir gerade. Nee, stimmt, schick ich dir mal. Ja, okay, wir haben dann gewartet, wir sind auf die Bühne. Ich habe mir dann deinen Sohn ausgeliehen, den Fronti, und bin mit ihm und Carsten zusammen auf die Bühne. Und wir haben schon mal die ganzen Preise aufgebaut. Da kommt gleich im Einspiel nochmal auch das Dankeschön an die Händler, denn da waren wirklich Knaller bei. Ich weiß nicht, wie viel Zeit hattest du, die Preise anzugucken. Da waren Coins bei, da wurde ich neidisch. Hätte ich gerne selber am Quiz teilgenommen. Da waren richtig schöne dabei, ja, fand ich auch. Vor allem auch der eine Sonderpreis, den wir verlost hatten, den ich versehentlich als Mainzelmännchen-Coin bezeichnen werde, also die Coin vom Sandmännchen. Ja, genau. Von Mario war die ja. War wirklich ganz, ganz toll, weil die ja auch in diesem Ständer mit drin war. Sah super aus. Also wir hatten tolle Preise, ich glaube, über 30 Preise hatten wir da. Und 15 haben wir dann gegen feste Namen herausgegeben, also für die besten 15 vom Quiz. Und die Rest haben wir dann verlost, beziehungsweise versucht zu verlosen. Warum ich das Wort Versuch sage, hören wir auch gleich nochmal. Hat aber am Ende natürlich alles gut geklappt. Wir warteten also drauf, dass die Orga auf die Bühne kam, denn wir waren soweit fertig. Nur Herr Hoegger hat jetzt seine Lesung wohl noch nicht beendet. Es fehlten noch einige im Publikum. Aber dann füllte es sich doch recht schnell. Es standen 100 vor der Bühne. Und der Philipp hat dann kurz anmoderiert, mir dann das Mikro gegeben und gesagt, wir können mit unserer Quiz-Auswertung beginnen. Und ich denke, da hören wir jetzt mal rein. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten, weil da waren doch natürlich ein paar Phasen bei, wenn wir da auf Leute gewartet haben. Das möchte ich jetzt den Leuten in der Audiofassung nicht zumuten. Aber ja, wir hatten viel Spaß. Also hört mal rein, was da auf der Bühne los war und ob wir dem Publikum klar machen konnten, wer was gewonnen hat und warum. Denn jetzt kommen auch die Lösungen zum Quiz. So, herzlich willkommen hier in Hamburg
Mein Name ist Philipp. Der Fabian ist auch endlich da. Ja? Hier kann man auch die Schuhe beim Laufen besohlen. Also, ja, mit ein bisschen Verzögerung, jetzt 6:46 ist es, möchte gerne der Patrick vom Cash Kompott, einmal die Auslosung von dem Quiz machen hier an einem Infozelt und die dürfen dann nacheinander dann sich ihre Preise abholen. Und ich übergebe jetzt mal an Patrick. Dankeschön, hallo allerseits. Moin aus Hamburg, ein Hamburger auf der Bühne auch mal heute. Die Auswertung vom Quiz wollen wir gleich machen. Ein paar kurze Worte nur vorweg. Wir haben gestern und heute das Quiz bei uns am Infostand gemacht vom Cash Kompott. Das ist ein Internetradio, ein Podcast, den kann man unter cashkompott.de hören. Da wird in den nächsten Tagen auch diese Sendung vom Event hier veröffentlicht werden mit vielen Interviews, mit Gesprächen und natürlich auch den Preisträgern. Ja, wir haben wie gesagt ein Quiz gemacht und viele von euch sind vielleicht gespannt, was die richtigen Lösungen sind, denn die haben wir ja noch nicht bekannt gegeben. Machen wir gleich. Vorher möchte ich mich bei einigen bedanken. Einmal bei den Mithelfern bei uns am Stand, ohne die das Ganze nicht geworden wäre. Einmal bei der Dame, die da unten filmt, bei Andrea Fehnteig. Von ihr kommen die Quizfragen und sind auch tatkräftig uns seit 2 Tagen unterstützt. Ein kleiner Applaus also für Andrea. Danke. Und bei mir auf der Bühne sind auch Frondi und der Carsten, haben auch beide mitgeholfen. Und Frondi weiß die Lösung und wird uns da gleich ja, sagen, was richtig gewesen wäre. Vorher möchte ich mich noch bei den Händlern bedanken, die uns Preise zur Verfügung gestellt haben. Wir haben hier eine richtig gute Auswahl an Coins und Geocaching-Zubehör. Vielen Dank an Cacherreisen, an Markus Gründel, an Mario vom Laser Logo Shop, an MrCache.de, an GPSGeodesign.com, GeocacheLand, den Geoversand, CacheCorner.de, Laser on Top und das Geocaching-Magazin, die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben. Ein Applaus für die Händler, die das hier mit glücklich gemacht haben. Ja, und ich denke, jetzt gucken wir mal, wie die richtigen Lösungen waren. Komm doch mal mit nach vorne. Du hast die Lösung auf dem Handy. Wunderbar. Dann fangen wir doch mal bei der ersten Frage an. Ja, wie viele Favoritenpunkte hatte die Voss-Margarine bis zum 15.04.? Das waren 6.553. Frage 2, wie viele Stadtteile hat Hamburg? Das sind 104. Es sind keine Bezirke gefragt gewesen, sondern die Stadtteile. Frage 3, wie viele Mega-Events gab es schon in Hamburg? 0. Frage 4, wie viele Will-Attends gab es für dieses Giga bis zum 15.04.? Das waren 4.633. Frage 5, wie viele Flugstunden sind es von Hamburg nach Seattle? 12. Frage... Frage 7. In welchem Jahr wurde der erste Geocache überhaupt versteckt? Das war 2000. Frage 8. Wann wurde der erste deutsche Cache archiviert? 2013. Frage 9. Wie viele Gigas gab es inklusive diesen in Deutschland? Das waren 5. Und Frage 10, in welchem Jahr wurde Robert Ballin geboren? Das war 1857. Und dann hatten wir noch die Frage 6 mit der Elbphilharmonie, wie hoch die ist. Da gab es Schätzungen von 40 bis 900 Meter. Und korrekt ist 110 Meter. Das mal so als kleiner Tipp, weil die Elbphilharmonie ist nicht nur der Aufbau, sondern auch der Kai-Speicher darunter selbstverständlich. Ja, jetzt habe ich hier alle, die über 90% geschafft haben. Die werde ich jetzt nach und nach auf die Bühne rufen. Wer nicht auf die Bühne kommt, gewinnt halt nicht. Und am Ende wird der Rest, der noch da ist, verlost. Und wir haben noch einen Sonderpreis in der Verlosung. Aber wir fangen jetzt mal an mit den Cachern, die hier abgerollt haben. Es gibt ein Ergebnis, was ich nicht verstehe. Es hat tatsächlich eine Cacherin 99,04% gemacht beim Quiz. Ja, Kassalada, wenn du da bist, komm doch bitte zur Bühne und darfst dir einen Preis aussuchen. Hoffen wir, dass sie da ist. Wir warten kurz, ansonsten sage ich den nächsten Namen auf. Wer sich aufgerufen fühlt, einfach herkommen und dann schauen wir mal. Da kommt zumindest einer aus dem Team. Komm einfach zu uns. Und wie kann man 99% schaffen bei diesem Quiz? Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen Allgemeinwissen war dabei, aber auch eine ganze Menge Glück. Okay, dann guck einfach nach, was dir gefällt. Darfst einen Teil vom Tisch mitnehmen und dich daran erfreuen. Ich rufe den nächsten Preisträger auf mit 95,03% auf Platz 2, Döner Brother.
einmal zu uns kommen. Ja, auch ein Experte. Woher kommt das? Reines Glück. Das sagen Sie alle. Bitte, einfach bedienen und ein Teil vom Tisch entfernen. Wir haben das nächste Ergebnis. 94,76% von Hamburg 75. Auch bei uns in den Top 3. Moin. Welche Frage hat dich gerettet? Stadtteile, weiß ich nicht. Wunderbar. Auch gerne ein Teil nehmen. Und weiter geht's mit 94,51% von Sanjihani. Welche Frage war für dich am schwersten? Wann der erste Cache archiviert wurde in Deutschland, da habe ich voll daneben gelegen. 2013 war, glaube ich, richtig. Was hast du getippt? 2003. Und trotzdem in die Top 5. Einfach einen Teil aussuchen. Herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's mit 92,58% Siedlermarx. Ist ja auf die Bühne. Siedlermarx. Siedlermarx anwesend? Wunderbar, da kommt er. Ja, deine Lieblingsfrage heute, womit hast du diesen Erfolg bekommen? Stadtteile. Die Stadtteile wissen einige, sehr schön. Wie viele waren es denn? 104, also ich habe 109 getippt, aber 104 war trotzdem dicht dabei, glaube ich. Wunderbar, such dir was aus, vielen Dank fürs Mitmachen. Und dann haben wir 92,08% Kilaya und Jakobi, würde ich sagen, steht hier. Wunderbar, einfach mit hochkommen und auch einen Preis aussuchen. Und welche Frage hat euch am besten gefallen? Das war der Elbhandel für Philharmonie. Wunderbar. Einen Preis aussuchen und vielen Dank fürs Mitmachen. Wir haben noch ein paar mehr, über 90. Wir haben einmal 91,61% Ulf. Ulf, bitte auf die Bühne. Man scheint ihn zu kennen. Ulf, bist du da? Und bei dir war welche Frage, die Rettung? Eigentlich keiner, das ging gar nicht anders. Du wusstest alles? Nein, nicht wirklich. Sonst wäre ich viel zu hell gewesen. Okay, such dir was Schönes aus. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ein paar 90er haben wir noch. 91,16% Dives Snake, würde ich sagen, steht hier. Dive Snake, Entschuldigung, ich habe gerade zu Deutsch gelesen. Dive Snake kann sich auch einen Preis hier abholen. Dann haben wir nochmal 91% von Jessira E. Jessira E. 91,02%. Auch gerne zur Bühne kommen. Ja. Dann haben wir noch 90,84% Terzel. Ich bin der Partner, die ist gerade cashen. Kein Problem, such dir was aus. In dem Namen, alles kein Problem. Terzel kann auch auf die Bühne kommen. 90,84%. Dann haben wir 90,74%. Ja, ein alter Bekannter. Eins meiner ersten Events war in einem Bunker. Der Bunkerpirat hat heute auch mitgewonnen. Einmal bitte auf die Bühne, Bunkerpirat. Dann haben wir noch 90,36% Donnerlotte und Marebi, würde ich sagen, steht hier. Und der letzte sichere Gewinn, Anzu 71 mit 90,01%. Knapper geht's wirklich nicht. Die Frage, was mag dir denn gern? Ja, und was jetzt gleich alles übrig bleibt, wird verlost. Wir nennen gleich in schneller Reihenfolge Namen, wer zuerst dann hier ist und den passenden Prüfabschnitt hat. Oder den Namen hat passenderweise am besten auch noch. Der bekommt dann die Preise. Eine Sache gibt es vorher. Wir haben eine wunderschöne Mainzelmännchen-Coin bekommen. Das ist der Hauptpreis in der Verlosung. Den losen wir zuerst aus. Und ich finde, bei der Verlosung brauchen wir ein paar Losgehen. Ja. Wenn einige Kinder Lust haben, bei uns eine Dose zu ziehen, kommt gerne hoch. Ja, nur mit hoch. Zwei, drei können gerne herkommen. Und dann die Namen nennen. Mach das. Kommt einfach hoch. Wir ziehen jetzt erstmal den Hauptpreis. Das darfst du gerne machen. Wie heißt du denn? Lukas. Wunderbar. Dann zieh einmal. Hinter dir einmal drehen. Einmal den Hauptpreis. Nicht reinschauen, nochmal einmal schön durchwühlen. Und dann ziehen. Und das ist, wenn die Person anwesend ist, der Hauptpreis. DS Smiley. DS Smiley. Einmal bitte ein Zeichen geben, ob sie auf dem Weg ist. Weil es ja der Hauptpreis und da warten wir noch ein paar Sekunden, bevor wir einen Ersatz ziehen. DS Smiley da, ansonsten gibt es einen weiteren Versuch. Zweiter Versuch, es geht immer noch um die schöne Mainzelmännchen-Coin. Da haben wir, ja, schwer zu lesen, zeig mal bitte. Masterchef haben wir hier, ist der da? Masterchef, bitte bemerkbar machen, weil sonst ziehen wir einfach weiter, bis jemand freiwillig hier hochkommt. Und wenn der Preis raus ist, machen wir es wirklich im Akkord, weil hier noch genug Preise auf Abnehmer warten. Masterchef ist nicht da, zieh den nächsten. Wer bekommt das wunderschöne Mainzelmännchen mit der Coin? Entschuldigung, ja, selbstverständlich, ich werde natürlich korrigiert. Es ist ein Sandmännchen, es ist das Ostsandmännchen, habe ich nicht so schnell erkannt, Entschuldigung. Haben wir einen weiteren Namen? Muchamero wäre der nächste Versuch.
Mujameru, Muchameru. Wir haben 500 Lose hier, also es haben über 500 Leute mitgemacht. Wir werden schon jemanden finden, der hier im Publikum ist. Mach einfach weiter, zieh einfach weiter. Der Hauptpreis wartet immer noch. Als nächstes haben wir Frau DS. Irgendeine Reaktion? Nö, machen wir weiter. Kein Problem. Okay, dann haben wir Baltic Sea Treasure. Baltic Sea Treasure. Jemand anwesend von Baltic Sea Treasure? Ist heute schwierig, die Sachen an die Leute zu bringen, muss ich schon sagen. Ich habe auch noch Gewinne, so ist nicht. Das meine ich. Ich versuche es doch. Will keiner was haben. Gleich mache ich hier eine Freigabe. Nein, zieh mal weiter. Der Hauptpreis soll wenigstens vernünftig gezogen werden. Danach geht es wirklich Schlag auf Schlag. Feuerbreak. Feuerbreak. Feuerbrake. Feuerbrake. Irgendwas in der Richtung. Ist da? Wunderbar. Wir haben einen Preis. Komm mal auf. Hat übrigens 82% gehabt, also hat es auch wirklich verdient. Einmal für dich den Verlosungshauptpreis, eine wunderschöne Coin vom Sandmännchen. Ich hab's gelernt. Ja, welche Frage hast du beim Quiz schön? Mit der Elbphilharmonie. Immer merken, 110 Meter. Okay, vielen Dank. Ja, jetzt machen wir es im Akkord. Ich werde nacheinander einfach Namen nennen. Wer sich hört, sofort hierher sprinten, denn wir haben noch einen Haufen Preise hier. Und dann darf man sich noch was aussuchen. Also, ich fange mal an und guck mal, wen wir hier so alles haben. Ja, wechselt ihr dann durch? Wechselt ihr durch? Du hast den Hauptpreis gehabt, danach jeder im Wechsel. Zieh einfach und gib uns die Ruhe. Ich habe einmal hier Schlumbum, habe ich hier. Einmal der Schlumbum, der ist, irgendwie kommt der mir bekannt vor, aber ich kann mir gar nicht denken, wer das ist. Der Herr Gründel, bitte. Kannst du noch einen Moment hier bleiben? Sag ich nochmal. Falls er da ist, kannst du gerne hochkommen. Ja, nenn mal ein paar Namen. Mac Mario. Die wollen ihre Preise wieder abholen, das macht mir jetzt Angst. Das sind zwei der Preisstifter, die hier mit dabei sind. Wir gehen notfalls alle 500 durch, ist kein Problem. So, damit es jetzt ein bisschen schneller geht hier, einmal an unsere Losfeen. Ihr dürft auch jeder schon mal einen Teil wegnehmen. Machen wir einfach mal so, weil es kommt ja keiner auf die Bühne. Ich hätte ja noch drei Tanzen. Machen wir weiter. Dr. Hans. Mini und Franka oder Franka. Franka. Ihr müsst schon ordentlicher schreiben, wenn ihr beim Quiz mitspielt. Hast du noch Namen? Wunderbar. Wir haben hier Tiffany. Tiffany darf auch auf die Bühne kommen. Leuchtender Regen. Leuchtender Regen, der ist gut zu lesen. Das ist mein Mikro, das bitte liegen lassen. Das war die Podcast-Aufnahme, die bitte liegen lassen. Gerne. Beinahe hat sie mir meine Aufnahme mitgenommen. Auch da als Hinweis, wir werden den Podcast irgendwann nächste Woche online stellen. Auf Cashcompot könnt ihr dann auch mal hören, was so der Durchschnittswert war, wer so mitgemacht hat und was hier alles passiert ist im Laufe der Tage. Ja, wir warten noch ein paar Minuten und dann ein paar Sekunden eher und dann rollen wir hier ab. Vielen Dank an alle fürs Mitmachen. Wie gesagt, hört gerne mal den Podcast rein. Falls ihr die alten Geräte am Stand erkannt habt, wir machen aber einen Schwester-Podcast über alte Computerspiele, alte Computertechnik. Im Retro-Kompott, auch da freuen wir uns über Hörer und Kommentare, einfach mal reinhören. Ich bedanke mich nochmal bei den Veranstaltern, dass wir hier das Quiz machen konnten und bin gespannt, was hier noch heute Abend passiert. Einmal noch einen großen Applaus für alle, die hier mitgemacht haben und danke an euch für die rege Teilnahme. Ja, wir waren erlöst, wir konnten von der Bühne runter und es gab dann die Tombola-Geschichte und die hat sich sehr, sehr, sehr hingezogen. Die hörte gar nicht mehr auf. Also da waren wir doch etwas schneller. aber wir hatten natürlich Zeit, während der ganzen Geschichte mit weiteren Leuten zu sprechen und deswegen hören wir auch nochmal in ein paar kurze Kommentare rein, die ich während der Tombola aufgezeichnet habe. Also wenn ihr im Hintergrund noch Nummern hört, das sind die Gewinner der Tombola. Wir sprechen unter anderem mit dem Bunkerpirat, mit Hamburg 75 und mit Rudi mit den vielen Is und dann habe ich auch noch von der Orga Bonn, da soll auch demnächst in Anführungszeichen ein Event stattfinden, mit dem Jens gesprochen. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, die Preisverleihung ist vorbei. Einige sind auf die Bühne gekommen, einige haben es gemerkt, einige haben hinterher noch Preise bekommen. Und zwei bekannte Gesichter sind auch hier und ihr habt auch ganz gut abgeschnitten. Einmal noch kurz vorstellen, bitte. Ja, ich bin der Bunkerpirat und ich hatte 90,74%. Ja, und du warst eines der ersten Events, wo ich war. Das muss ich immer wieder betonen, weil ich das immer daran festhalte. Das finde ich sehr schön. Du hast ja damals die Bunkergeschichten gemacht in Stalzhuber Straße. Wo war das genau?
in der Bramfelder Straße. Bramfelder Straße, Entschuldigung. Ja, das war unser Museum, was wir hatten. Das war halt das Event, ja, zum Abschluss. Zwei letzte Veranstaltungen in den Bunker, die wir gemacht haben. Auch schon ein paar Jahre her. Ja, doch. War 2012, glaube ich. Das kommt ungefähr hin, ja. Und der Kai ist auch hier, Hamburg 75. Ja, auch du hast ganz gut getippt. Ja, Glück und vielleicht ein bisschen Wissen könnte man als Hamburger so haben zu den Fragen. Dann weiß man, wie hoch die Elfi ist wahrscheinlich, ja. Kurzer Kommentar, was habt ihr vom Giga so mitbekommen? Wie fandet ihr das, eure Eindrücke jetzt so am Ende des Tages? Ja, also das Giga, doch, ist recht gut gelaufen, hat Spaß gemacht. Viele Bekannte getroffen, interessante Veranstaltungen gehabt. Hat Spaß gemacht. Was waren die Highlights für euch? Und wenn du jetzt nicht quizst, Entschuldigung, was waren die Highlights für euch? Was waren die Highlights? Lockpicking-Workshop, die Luckys zu treffen, Signal zu treffen, Spaß zu haben, Freunde zu treffen. Und bei dir? Ja, im Grunde endlich mal ein Mega- oder Giga-Event, wo man den ganzen Tag auf dem Gelände bleiben kann, ohne in die Stadt zu müssen, cachen oder so. Stadt kennt man logischerweise. Und da kann man dann viele Leute wieder treffen, die man sonst immer nur kurz sieht. Das war so das Schönste. Lesung vom Hohecker war auch wieder sehr gut. Also heute durchaus ein sehr guter Tag. Ja, dann lassen wir den Tag entspannt ausklingen. Und ja, vielen Dank fürs kurze Gespräch und viel Spaß noch auf dem Giga. Danke. Ja, die Verlosung zieht sich noch ein bisschen. Das dauert wirklich heute sehr lange, gibt viele Preise. Okay, aber in Hamburg ist das Tolle, man sieht viele bekannte Gesichter. Der Rudi mit den vielen I's mit 1, 2, 3, 4, 5 ist auch wieder da. 5 I's, yep, genau. Warum waren das noch 5? Die anderen waren besetzt, ne? Ja, nee, einer war zu langweilig und dann habe ich mal 5 genommen. Wunderbar. Ja, dein Eindruck, du hast erstmal was gewonnen, also bist du zumindest glücklich, glaube ich. Dein Eindruck vom Giga und deine Erlebnisse heute hier? Also Giga Hamburg war schön, einiges war noch zu bearbeiten, aber nee, war gut und Wetter war teilweise gut, aber die Location war super und ja, für mich gut. Was hast du heute hier Schönes gemacht? Heute haben wir Lab-Caches gemacht und eben noch unterwegs und war gut. Das ist ein neues Lab-Cache-System mit einer extra App oder wie funktioniert das heute? Magst du das einmal kurz erklären? Mit der neuen App, also ich habe es gut gefunden und auch mit dem, dass man das nicht mehr auf der Couch machen kann oder so, sondern man muss immer 100 Meter mindestens da sein. Man kann nicht mehr schummeln. Ja, ich meine, ich schummel ja nicht, aber nein, aber es war toll heute und war gut. Und wir mit 5, 6 Leuten und das hat und selbst die Kinder haben es super verstanden und toll. Was hast du denn Schönes gewonnen? Eine Spar 35 Euro auf die Mietgebühr bei Camp dich frei. Okay. Und dann noch hier FTF und für Third. Kleine Token. Genau, für die kleinen Token. Ja, wunderbar. Alles gut. Dann noch viel Spaß heute Abend und danke für die kurzen Kommentare. Danke. Okay, danke. Ciao. Tschüss. Da sich die Verlosung immer noch hinzieht, bin ich immer noch unterwegs und fange ein paar Stimmen ein. Und jetzt habe ich den Jens hier von der Orga Bonn. Da ist demnächst wohl ein Event. Magst du dazu etwas erzählen? Ja, dazu kann ich viel erzählen. Zum einen, dass es an einem wunderschönen Termin ist, am 29.02.2020. Entschuldigung, für alle, die jetzt gerade das natürlich nicht live sehen können, ich wurde gerade von Signal geärgert, nur fürs Protokoll. Aber egal, Entschuldigung. Also er wurde nicht vom Signal geärgert, er wurde mal eben kurz zum Ritter geschlagen durch ein Laserschwert. Aber das sei es drum. Ich habe immer noch ein kleines Froschproblem, Entschuldigung. Ich wollte nicht ablenken. Aber ich stelle mich jetzt auf die andere Seite, wo Signal mich nicht erwischt. Okay. Nee, also wir feiern an diesem Tag den 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven, der mit unser Thema sein wird. Wer sich fragt, wie man das mit Geocaching verbinden kann, einfach mal ein bisschen mit Beethoven befassen. Er war nämlich ein Naturliebhaber, hat seine Inspirationen dahergeholt. Ich dachte, jetzt kommt, er war der erste Geocacher. Nein. Ja, wenn man es so sehen will, vielleicht schon, ne? Weil die Inspiration, die er sich da geholt hat, kann da schon hinkommen. Was gibt's da besonders? Was habt ihr vor? Magst du schon irgendwas verraten? Ja, so ein bisschen was können wir schon verraten. Also es wird für viele vielleicht erschreckenderweise keine 81er Matrix geben. Wir werden natürlich schöne themenbezogene Caches machen. Es wird Tagesprogramm auch musikalisch unterstützt. Ein bisschen Klassik, ein bisschen modern, ein bisschen außergewöhnlich. Denn wer sich auch da schon mal umgehört hat, Beethoven war schwerhörig. Wir werden etwas auch für die Schwerhörigen vorbereiten oder den, ne, Gehörlosen sogar. Also es wird ein kunterbuntes Programm und Indoor, man muss nicht frieren wie heute leider in Hamburg. Für Hamburger geht es einigermaßen, muss ich zugeben, weil das ist nicht ein Grad. Wir haben hier fast strahlenden Sonnenschein am Ende gehabt. Magst du kurz nochmal sagen, wo man die Infos finden kann, wenn man sich dafür interessiert? Ja klar, also die Infos kann man einmal auf unserer Homepage sehen, www.gcmb2020.de. Wir haben auch bei Facebook unter dem Thema gcmb2020.de etwas zu posten. Twitter, Instagram,
und ab heute Abend dann auch bei Groundspeak. Wann findet es statt? Darfst du das schon versagen? Was? Das Event selber. Achso, nee, das Event ist am 29.02.2020 am Leap Day. Wunderbar, vielen Dank und heute Abend noch viel Spaß. Danke, danke. Danach war die Verlosung bzw. die Tombola immer noch nicht zu Ende. Also die haben sich wirklich gut Zeit gelassen auf der Bühne. Konntest du das alles verfolgen, was da passiert ist? Nein, ich konnte das nicht alles verfolgen. Also es war dann auch sehr langatmig. Also ich habe mich zwischendurch dann auch noch mit anderen Leuten unterhalten und habe Frondi mit meinem Gewinnzettel mit der Nummer drauf da sitzen lassen und gesagt, du kannst da hingehen, wenn ich was gewonnen habe. Aber leider habe ich nichts gewonnen. Das fand ich übrigens ein bisschen doof, dass man... Ich hatte zwei Lose, das eine war eine Niete und das andere war eine Ziffer. Und da geht man ja eigentlich davon aus, dann hat man was gewonnen. Mindestens. Nee, das hatten die aber zwischendurch mehrfach gesagt. Habe ich gar nicht mitgekriegt, das fand ich dann ein bisschen komisch, aber naja. Ist es eigentlich auch, weil sonst wüsste man ja, dass man warten muss und dann würde es ja auch Sinn machen, dann würden auch die warten, die genau. gewinnen. Genau, aber es war wirklich zu lang. Absolut, denn es gab ja noch weitere Programmpunkte oder sollte noch weitere geben, unter anderem die Project-Verkündung und auch die Freischaltung des Bonn-Events. Und das Spannende war, das fand ich total faszinierend, dass ja der Brian Roth, der Inhaber bzw. CEO von Groundspeak, also einer der Gründer der Firma, weshalb wir die ganzen Quatsch da machen, oder die mit daran schuld sind, dass wir die ganzen Quatsch so komfortabel machen können, der war mit auf der Bühne und hat dann live ein Event freigeschaltet, nämlich das Mega in Bonn. Oder wird das auch ein Giga? Nee, das ist erstmal Mega, ne? Ich glaube, das ist erstmal ein Mega, ja. Das hat er von seinem Handy freigeschaltet. Und wenn jemand von seinem Handy ein Event freischalten kann, sowas, das hat irgendwie was. Also der Mann hat den Finger am roten Knopf von Groundspeak und das war natürlich spannend. Ich fand gar nicht dieses Freischalten eines neuen Events jetzt so spannend, sondern ich fand, er hat ja noch ein paar Worte gesagt vorher. Allgemeine Art und es waren nur wenige Sätze, aber ich fand das sehr eindrucksvoll und ganz toll, denn er hat darüber geredet, dass es total klasse ist, wenn in Zeiten von ganz viel Krieg und Unruhe in der Welt so ein Event oder so eine Community da zeigt, dass es eben auch anders geht. Und das fand ich sehr schön. Absolut. Und auch seine nimm es mal Spoiler zum 20-Jährigen, die irgendwann kommen. Das ist ja, Geocaching wird 20 Jahre alt nächstes Jahr. Und da wollen die wohl auch einiges machen, um das Ganze wieder ein bisschen in alle Munde zu bringen. Und wir haben ja schon gesagt, auch diese App-Geschichte ist eine gute Idee, aber da sind ja auch ein paar Macken drin gewesen. Mal gucken, was sie sich so demnächst alles ausdenken. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, ich habe manchmal das Gefühl, dass einige Sachen nicht lange genug in der Testphase sind vorher und dass sie manchmal ein paar Schnellschüsse machen. Aber viele Sachen sind ja auch schön, die machen. Und dieser Grundgedanke, dass da wirklich die ganze Welt ein Hobby hat, ist natürlich wirklich toll. Ja, und ich wollte natürlich da gerne noch kurz mit Brian sprechen, denn ich glaube, seit 2-3 Jahren, ich versuche, ihn mal zum Interview zu bekommen, wusste gar nicht, dass er in Hamburg dabei ist, weil etwas irritiert, als er auf der Bühne war. Habe ihn dann versucht, ihn abzufangen, war sehr schwierig, weil hunderte von Leuten wollten Selfies mit ihm machen und er hatte auch noch irgendwie ein Abendessen mit den 40 internationalen Reviewern und Hamburger Reviewern, ich weiß nicht was alles, und sagte auch zu mir sofort, er hat keine Zeit im Augenblick. Und da habe ich gesagt, ich brauche nur 2-3 Minuten, dann hat er gesagt, okay, die Zeit kann er sich dann doch gerne nochmal nehmen. Und dann konnte ich ihn zumindest mal kurz befragen, wie er in Hamburg fand, seinen Eindruck vom Giga und was er so in Hamburg gemacht hat. Und da hören wir kurz mal rein in das Gespräch mit dem Groundspeak-Chef. Okay, it's a great pleasure to meet Brian here at the event, one of the founders of Groundspeak. He is here in Hamburg. Hello, Brian. Welcome to our podcast. Thank you. It's great to be on the podcast. Yeah. What is your opinion about this event? What do you thought about Hamburg, about this Giga? Hamburg is a beautiful city. I thought the Giga was well organized, a lot of wonderful people here. It was a real treat for all of us to be here. I had so much fun. 20 years ago, you founded Groundspeak. Do you ever thought that could be happened, what happened the last years? Greetings from Denmark. Okay. Thanks. You accept what happened with geocaching in the last 20 years? It's something we certainly didn't think about in the early days, but we're beyond pleased to see how big it's grown and really how much of an impact it's had on so many lives in such a positive way. What will happen the next years? Will we cache in 20 years too? What's the future of geocaching? Part of the goal of our company is to make sure that our children can geocache and our children's children can geocache and so on.
What the game will look like 20 years from now, I can't tell you exactly, but hopefully it's helping people to get outside and have adventure, discovery, and exploration all over the world. Do you have time to geocache by yourself too? I do, particularly when I travel to events like this. We found some wonderful caches here in Hamburg. You have an example? We found some of the Mistfi caches. Ah, okay. Some of the most incredible geocaches ever seen. Really, that's an example. Okay, I hope you enjoy this day and hope to see you again. Thanks again. Thank you, my pleasure. Ja, und dann gab es die Project-Verkündung und für viele war es keine Überraschung. Ich hatte mich vorher nicht damit befasst, ich wusste also gar nicht, wer zur Wahl stand. Ich glaube, die Mitbewerber wurden auch gar nicht mehr erwähnt hinterher. Es wurde einfach nur kurz und knapp dann erzählt, dass Bonn gewonnen hat. Und witzigerweise hatten wir ja vorhin schon mit Jens von der Orga Bonn gesprochen und dann musste ich natürlich nochmal einen weiteren O-Ton einholen, ob sich jetzt etwas verändert hat, wenn man jetzt auch noch den Project-Status hat. Die Bonner Strahlen, ihr seid Project. Habt ihr damit gerechnet? Naja, ein bisschen gehofft hat natürlich jeder oder hoffen tut immer jeder, wenn er so einen Antrag einstellt. Und wir freuen uns riesig darüber, dass das, was wir als unser Konzept aufgeschrieben haben und präsentiert haben, scheinbar das richtige Konzept war. Was verändert sich beim Event, wenn man Project ist? Habt ihr da irgendwie eine Ahnung, was das jetzt für Konsequenzen hat eventuell? Naja, was heißt für Konsequenzen? Es ist halt eine gewisse Erwartungshaltung, die auch, ich glaube, dem Status irgendwo gerecht werden soll und auch muss. Und das werden wir jetzt versuchen umzusetzen, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich meine, wir haben schon viel erreicht jetzt im Vorfeld. Da steht schon einiges fest, was wir machen werden. Jetzt heißt es noch ein bisschen Feintuning. Und dann hoffen wir, dass wir diesem Status gerecht werden. Ich fand es sehr schön, dass du auf der Bühne vorhin gesagt hast, oder dass ihr gesagt habt, ihr habt Respekt vor so einem großen Event. Wie weit seid ihr in der Vorbereitung? Wie viel seid ihr im Team und was ist noch zu klären? Ja gut, also wenn man hingeht, wir sind jetzt ein 9-Mann starkes Hauptorga-Team, sage ich mal. Natürlich hat man viele kleine Helferlein, die mal hier und da was sagen und fragen und was für einen erledigen. Und ja, was haben wir schon fest? Die Location ist fest und wir haben Programmpunkte schon fest. Aber es gibt immer noch so das eine oder andere, die Kleinigkeit, die halt mal fehlt. Ne? Dann braucht man hier nochmal ein paar Helfershirts oder ne? Das sind alles so Sachen, die jetzt kommt das Feintuning, wenn wir wissen, wo endet unsere Zahl. Was ja eben ganz cool war, euer Event wurde gerade live gepublished von einem der Gründer von Groundspeak. War das für euch was Besonderes? Oh, das ist, glaube ich, für jeden was Besonderes, wenn man schon mal diese Chance überhaupt hat. Wir hatten damit gar nicht gerechnet. Das hat sich recht kurzfristig ergeben, weil wir wollten ja ursprünglich auch ein bisschen Programm machen und erst sollte das published sein und dann die Project-Vergabe und jetzt ist alles so auf einen Schlag gekommen. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Jetzt seid ihr Project und gepublished. Jo. Viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns in Bonn. Jo, danke, das hoffe ich auch. Ist es für dich wichtig, ob ein Event Project hat oder nicht? Überhaupt nicht. Nee. Also für mich ist auch ehrlich gesagt nicht wichtig, ob es ein Mega- oder ein Giga-Event ist. Wenn ich zu einem großen Event fahre, dann spielt eigentlich immer die größte Rolle, was für eine Location das ist und ob ich da schon mal war, ob ich da vielleicht irgendwas Neues sehen oder entdecken kann. Und das ist eigentlich für mich immer das Wesentliche. Ja, so langsam näherte sich dann das Ganze dem Ende und ich wollte natürlich noch ein kurzes Schlusswort von den Organisatoren bekommen und die waren immer noch richtig in Hektik, weil die mussten ja schon langsam anfangen, an den Abbau zu denken, dass ich ja wohl bis in den Sonntag zog. Und auf dem Weg zum Zelt konnte ich mit dem Fabian nochmal kurz sprechen, der ja in der Orga war, und er konnte nochmal kurz seinen Eindruck von den letzten Stunden vermitteln. Ja, und immer noch in Hektik auf dem Weg. Einer der Organisatoren ist hier, der Fabian. Ja, das Event ist jetzt mehr oder weniger dem Ende entgegengegangen. Haben sich eure Erwartungen erfüllt? Deine Eindrücke von den ja fast 2 Tagen bisher Giga in Hamburg? Ja, also Erwartungen. Was für eine Erwartung hat man so an einem großen Event? Also wir haben eigentlich gutes Wetter erhofft, sind wirklich wechselreich mit dem Wetter ins Spiel gegangen auf jeden Fall. Das hat uns immer einen Großteil zufriedene Gesichter, auch in die Gesichter der Geocacher beschert. Ansonsten von der Planung her, es hat sich wirklich gelohnt, frühzeitig auf jeden Fall das Event komplett zu planen. Es waren jetzt wirklich knapp 2 Jahre Planung und die hat man auch wirklich gebraucht, um entsprechend dieses große Event dann tatsächlich auch so umzusetzen, wie wir uns das tatsächlich denn her vorgestellt hatten. Lief alles so wie gehofft? Am Freitag nicht, ganz ehrlich. Freitag wurden wir wirklich von der Menschenmasse wirklich gigantisch überrollt.
Aber entsprechend haben wir das Samstag etwas anders geregelt, was den Einlass anging. Das heißt, wir hatten da wirklich Wartezeiten von maximal 30 Minuten, was mir jetzt berichtet wurde. Und für ein Giga-Event 30 Minuten Wartezeit, das ist wirklich in meinen Augen wirklich gering und sollte auch jeder in Kauf genommen haben. Ja, eben bei der Bühnenshow war ja sehr interessant auch, dass einer der Gründer von Groundspeak dabei war. War das für euch was Besonderes, Brian hier kennenzulernen? Wie waren da so eure Gefühle? Brian selber kann ich auch noch gar nicht, wo es hieß, okay, es kommt einer der drei Gründer von Groundspeak, in dem Fall Brian, zu euch. War ich auch erstmal baff, dann hieß es dann, es kommt noch ein zweiter Lecky, es kommt noch ein dritter, es kommt noch ein vierter Lecky. Es war wirklich eine Masse an Leckys da, wie gesagt, wir hatten 5 Stück an der Zahl gehabt, auch von den Reviewern her. Ich habe noch nie so viele Reviewer auf einem Event gesehen. Wir waren, glaube ich, weit über 30 oder 40 internationale Reviewer. Ich bin wirklich, ja, baff, muss man echt sagen. Nach dem Event, ist vor dem Event irgendwelche Planung in der Zukunft oder erstmal Ruhe? Ich habe morgen noch ein Abschluss-Event, das Nach-Event geplant, aber ansonsten bin ich erstmal, was Events angeht, gut bedient. Ich hoffe, das möchte noch jemand anders eventuell die nächsten Jahre irgendwann machen. Ich sag mal so 2-3 Jahre. Das war das Funkgerät, du bist ein wichtiger Mann, ja. 2-3 Jahre, denke ich mal, sollte man jetzt sicherlich erstmal ruhen lassen, bevor man hier vielleicht auch in Hamburg mal wieder vielleicht nächstes Event angeht. Ich selber möchte es vielleicht nicht direkt aktiv als Orga machen, aber ich stehe natürlich, wenn jetzt neue Events veranstalten möchte, natürlich gerne beraten beiseite. Dann wünsche ich trotzdem heute einen entspannten Abschluss, morgen ein erfolgreiches Abschluss-Event. Wir bedanken uns auch nochmal, dass wir für den Quiz hier sein konnten. Das hat viel Spaß gemacht, haben ja viele mitgemacht, habt ihr ja mitbekommen. War eine schöne Erfahrung hier und ja, einen schönen Abend noch und vielen Dank fürs Ausrichten. Danke. Alles klar, vielen Dank auch. Ja, und da habe ich mich auch langsam auf den Weg gemacht, denn was ich erstaunlich fand im Endeffekt, war dann auch das Event mehr oder weniger vorbei. Alle rannten nur noch irgendwie wirr durch die Gegend. Also da gab es keinen Punkt mehr, wo sich die Leute getroffen hatten. Das war auf anderen Events nochmal anders. Da gab es immer noch einen Bereich, wo alle nochmal saßen und gequatscht haben. Das hat sich da recht schnell dann verstreut. Und ich habe keine Hamburger Cacher mehr gefunden, die ich kannte. Und habe dann auch hab mir dann auch vom Event gegangen und dachte, jetzt müsste ich mich mal einen Augenblick ausruhen, mal nicht über Prüfsummen sprechen und vielleicht ein paar Minuten entspannen. Und zu Hause bin ich dann mehr oder weniger ins Koma gefallen, weil das war wirklich hart, da 2 Tage fast durchzupowern. Und deswegen war ich auch heute nicht mehr auf dem Abschluss-Event. Da kannst du vielleicht was kurz zu sagen. Heute gab es einen Flashmob zum Abschied vor dem Rathaus. Genau, also das gab das Event, in Hamburg sagt man Tschüss. Und das sollte von 10 bis 12 stattfinden mit einem Flashmob. Man sollte möglichst ein rotes Oberteil anziehen. Und ich kam da um 9:45 auf dem Rathausmarkt an und da standen da schon sehr viele Cacher. Ich würde mal sagen, die Hälfte hatte tatsächlich was Rotes an, die andere Hälfte nicht unbedingt. Und man stand da irgendwie so rum und es passierte gar nicht so viel. Natürlich hat man sich wieder nett unterhalten, viele wieder getroffen, die man vielleicht schon länger kennt oder jetzt auch gerade in den letzten 2 Tagen kennengelernt hat. Und ich habe mich nett unterhalten da, aber es passierte nicht so recht was. Und ich war dann auch nicht so furchtbar lange da, sondern nur, ich glaube, bis 10:45, weil ich ja noch diese Lab-Caches machen wollte. Ich hatte nur gelesen, da gab es noch wieder Probleme, dass die ein Foto vom Rathaus machen durften, dann aber nicht da hoch, mussten irgendein Bild dann ersatzweise in irgendeiner Kirche machen, aber da war schon die Hälfte der Leute wieder weg. Also auch da war nicht so alles so, wie es sein sollte wahrscheinlich. Genau, das habe ich hinterher auch gehört beziehungsweise gelesen, teilweise dann auch in den Logs, die dann schon kamen. Also da schrieb auch jemand, das war doch kein Flashmob, weil für einen Flashmob muss man doch vorher mal eine Ansage kriegen, was man da eigentlich tun soll. Das fehlte also so ein bisschen. Aber ich denke, also die Cacher da alle nochmal zu sehen oder die zumindest die da waren und da nochmal ein bisschen reden zu können oder sich unterhalten zu können, das war doch ganz nett. Interessant war dann, dass hinterher wirklich in der ganzen Stadt, also wir waren ja dann noch, sagte ich ja schon, Landungsbrücken unterwegs, nochmal auf der Vettel, dann sogar auf dem Ohlsdorfer Friedhof, das waren ja dann Lab-Caches, die gar nichts mit dem Giga zu tun hatten. Überall traf man Cacher, viele eben auch noch dann wieder rot gekleidet, also da konnte man die immer sehr schnell erkennen. Das war ganz lustig. Ja, und jetzt ist ja noch die Frage, wie geht's mit Hamburg weiter? Wir haben ja von Fabian gehört, die nächsten Monate und Jahre braucht er erstmal wahrscheinlich ein bisschen Abstand von Gigas und Megas, aber er lässt sich gerne, er redet gerne darüber, wenn jemand eine Idee hat, so viel er machen möchte, und meinte ja, vielleicht ist in 2-3 Jahren ja Hamburg wieder
für ein weiteres Mega oder mehr bereit. Wie siehst du da die Prognose? Soll und kann es in Hamburg so nochmal weitergehen? Ach ja, ich weiß nicht. Also das gibt ja viele Städte, die also immer wieder Megas machen. Also nächstes Jahr ist, glaube ich, das dritte Mal Bremerhaven. Berlin hat jetzt das dritte Mega, wenn ich da richtig mitgezählt habe. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist oder ob das so gut ist, ob sich das nicht vielleicht ein bisschen totläuft, wenn die Leute immer wieder an die gleichen Orte fahren oder fahren sollen. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Also ich denke, es müsste dann wieder irgendwie ein Motto vielleicht haben und man müsste dann zu dem Motto irgendwas Passendes auch anbieten, dass da auch ein Anreiz ist, denn nochmal zu kommen. Absolut, ja. Ja, Bremerhaven ist ja auch, wie gesagt, hat dort Werbung getrieben und vielleicht klappt das ja, dass man da auch nochmal seinen Stand aufmachen kann mit dem Quiz. Da wurde ich schon gefragt, ob es vielleicht machbar wäre. Müssen wir mal schauen, ist ja noch ein bisschen hin. Hätte ich auch mal Lust zu. Man könnte ja auch ein Quiz auf anderen Events anpassen. Also das Ganze kam wirklich ja so gut an und die Leute hatten echt viel Spaß. Ich denke mal, ich stehe solchen Sachen sehr positiv gegenüber. Also wenn da Anfragen kommen von anderen Events, denke ich, kann man da mit Sicherheit mal drüber reden. Also ich fand es eine tolle Idee. Mir hat es, auch wenn es, man hört es immer noch meine Stimme, ein bisschen wie Stimme geschlagen hat, total Spaß gemacht. Und das waren zwei aufregende Tage, aber man merkt es doch am Ende in den Knochen. Und ich muss auch jetzt nochmal, ich habe es auch schon auf der Bühne gesagt, euch danken, dass ihr da wirklich mitgeholfen habt. Weil alleine wäre ich da irgendwann wahrscheinlich zumindest so Samstag am späten Nachmittag, denke ich mal, in irgendeiner Form nicht mehr ansprechbar gewesen. Weil irgendwann war es einfach zu viel. Das unterschätzt man. Und so wie auch die Veranstalter vielleicht den Ansturm am Freitag definitiv unterschätzt haben, habe ich auch unterschätzt, 10 Stunden durchzureden. Das tue ich zwar oft genug, aber ich sage nicht immer dasselbe normalerweise. Also es war schon, war toll, aber das war schon anstrengend. Das hast du wahrscheinlich auch selber gemerkt in den Stunden, wo du da mit den Leuten geredet hast. Es macht Spaß, aber man merkt doch am Ende, dass man da in einer Dauerschleife ist. Ja, aber das ist genau der Punkt. Man merkt es am Ende, beziehungsweise wenn man dann eben plötzlich nicht mehr reden muss. Also solange man da in dieser Schleife drin ist und immer redet und redet und redet, realisiert man das überhaupt nicht. Man merkt das dann erst hinterher, wenn man fertig ist, dass man total geschafft und kaputt ist. Ich habe es, wie gesagt, an meiner Kaffeekanne gemerkt, dass ich nicht leerer wurde. Ich wollte immer was trinken und es ging nicht, weil das Quiz war ja auch im Schnitt in wenigen Minuten durch. Und es war eigentlich durchgängig, was zu erzählen, was zu erklären, was zu klären. Das war der Hammer. Und was auch noch, ein Gag noch am Rande, das hatte ich ja vorher gesagt, ich hatte das ja auf dem C40 geschrieben und das Listing nicht geschützt. Also wenn jemand früher auf dem C40 programmiert hat, der hätte schummeln können oder hätte das Listing manipulieren können. Und wir hatten einen einzigen Fall, wo jemand das Listing angehalten hat. Also da musste ich auch sehr lachen. Da hat jemand versucht rauszufinden, ob es wirklich ein C40 war. Ja, war es. Der hat ja dann dafür auch einen Sofortgewinn bekommen. Richtig, ich habe gesagt, wer mich hackt, kriegt einen Sofortgewinn, genau. Vielleicht hättest du das jetzt aber nicht erzählen sollen, wenn du das Quiz nochmal irgendwo anders machen willst. Beziehungsweise dann musst du es dann besser schützen. Da kann ich ein Poke-Befehl einbauen, dass die Taste gesperrt ist. Das ist überhaupt kein Problem, da hatte ich nur keine Lust zu. Geht alles. Man kann da auch noch Sachen optimieren, da arbeite ich noch ein bisschen mit dran. Aber das hat funktioniert und was mir auch noch Spaß gemacht hat zu sehen, war, dass die PCs 2-3 Mal nicht abgestürzt, abgestürzt sind, weil man sie neu starten musste, gewisse Sachen. Und nur der C40 hat durchgängig durchgehalten. Da gab es kein einziges Problem. Also über 30 Jahre alte Technik hat die moderne Technik im Durchhalten zumindest am Samstag geschlagen. Ja, ich fand auch wirklich schon beeindruckend, dass wir in der ganzen Zeit einen ganz kurzen Stromausfall nur hatten von, ich weiß gar nicht mehr, 2 Minuten, 3 Minuten. Das war ja ganz kurz am Freitag, glaube ich. Richtig, ja. Und ansonsten lief das alles. Ne? Ja, da hatten die Laptops natürlich den Vorteil, weil sie eine Batterie hatten. Da konnte der arme alte Computer natürlich nicht viel sagen. Die Sache nur, mach mich bitte wieder an. Ja. Nein, das war schon schön, war alles gut. Und das hat auch alles funktioniert. Und am Ende war ich wirklich recht angetan von dem, was da abging. Ich habe vom Event selber nicht so viel mitbekommen. Aber Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Und auch die Geschichte auf der Bühne, und die tollen Preise, die wir da vergeben konnten, ich denke, da konnten wir einigen eine Freude mitmachen. Also ich freue mich aufs nächste Event und vielleicht taucht das Quiz ja irgendwo mal wieder auf. Die Idee ist jedenfalls gut angekommen und da auch nochmal wirklich das Dankeschön an die Veranstalter, die das möglich gemacht haben, dass wir uns da präsentieren konnten. Aber ich denke mal, das hat wirklich auch viel Spaß gemacht. War eine schöne Erfahrung. Doch, ich würde auch sagen, also jetzt doch im Nachhinein so war das auch wirklich ein schönes Giga und ich glaube, es sind doch auch alle jetzt
zufrieden wieder nach Hause gefahren. Also die Startschwierigkeiten am Freitag, die waren dann am Samstag doch relativ schnell vergessen, weil da alles ziemlich glatt lief, zumindest so im Vordergrund. Ob da hinter den Kulissen immer alles so glatt lief, das wissen wir natürlich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, ob Fabian oder Philipp darüber irgendwas erzählt haben in den Gesprächen. Aber wir hatten ja so sehr viele Bedenken, oder wir haben ja vorher auch schon oft drüber geredet, wie wird das denn wohl sein und reicht der Platz oder treten die Leute sich da auf die Füße? Es ist ja doch ein bisschen begrenzter, aber das war ja überhaupt kein Problem. Also es ging ja alles reibungslos. An den Händlerständen war es natürlich sehr, sehr voll. Da war es wohl Freitag besser als Samstag, weil da nicht ganz so viele Leute da waren. Aber zum Beispiel auch das Catering, was ja komplett von der Ballinstadt gemacht wurde, das lief total klasse. Also man musste nie lange anstehen, auch wenn eine Schlange mal lang aussah, ging es doch immer sehr, sehr schnell. Und das hat doch wirklich sehr zu guter Stimmung beigetragen. Absolut. War auf jeden Fall ein spannendes Wochenende und mal sehen, was da nochmal irgendwann wieder kommt. Ja, dann danke ich auch nochmal dir auf jeden Fall, dass du auch jetzt nochmal hier im Rahmenprogramm mitgemacht hast. Da musste ich keinen Monolog halten. Das ist immer sehr schön, wenn man mit jemandem spricht, statt nur mit einem Mikro. Und ich denke mal, das hat die Einspieler nochmal schön umrundet. Und allgemein nochmal an alle Hörer. Wir freuen uns über eure Anregungen, Kommentare und Audiodateien, denn auch eure Erlebnisse können wir natürlich jederzeit mal im Podcast abspielen. Dann schreibt einfach eine Mail an mail@cashcompot.de und schickt da auch gerne mal etwas hin, denn wir hatten ja auch auf dem Event dazu aufgerufen, schickt uns mal eure Erfahrungen mit so einem Giga-Event. Vielleicht kommt da ja noch was, dann spielen wir es beim nächsten Mal mit ein und machen noch eine Nachschlagsfolge. Aber ansonsten könnt ihr natürlich auch mal über Events oder Erlebnisse aus eurer Homezone berichten, denn ich denke mal, jeder hat da ja auch seine Erlebnisse. Oder ihr habt beim Quiz mitgemacht und sprecht da nochmal drüber. Also über Rückmeldungen würden wir uns da riesig freuen. Und auch nochmal da der Hinweis, wir haben auch eine Facebook-Seite, da findet man das Ganze unter Cashcompot. Und alle anderen Geschichten, die wir so produzieren, findet man beim Podcast-Kompott, findet man auch bei Facebook oder auch direkt im Internet. Und wer, wie gesagt, leuchtende Augen bekommen hat beim Quiz, beim Anblick dieses schönen alten C64s, der kann ja auch mal in den Schwester-Podcast Retro-Kompott reinhören. Auf dem Kanal strahlen wir auch den Cashcompot aus. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Unterstützung und an alle, die bei uns am Stand geholfen hatten, dir besonders, Andrea, nochmal für die Fragen, weil damit hast du ja wirklich auch die Basis mitgelegt. Das Schöne war, dass ja die Sieger einen besseren Prozentsatz bei der Beantwortung hatten als du. Das hat mich irritiert. Ja, mich hat das jetzt nicht so doll irritiert, denn die Fragen, die habe ich ja relativ spontan mir ausgedacht. Da saßen wir ja mal alle zusammen bei einem Rätselabend, also zu viert oder fünft. Und dann gab es da ja Fragen, die bezogen sich jetzt auf ein bestimmtes Datum. Und natürlich habe ich mir nicht genau gemerkt, wie viele Favoritenpunkte der Vossmargarine Cash am 15.04. hatte oder wie viele Willetens es da gab für das Giga. Und insofern wusste ich das natürlich dann auch hinterher nicht mehr. Also ich lag tatsächlich, als ich das Quiz dann gemacht habe am Freitag, ich glaube unter 90% sogar. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, und ich habe das Ding ja programmiert und die ganzen Ergebnisse ja sogar in den Code abgetippt. Ich habe die also alle vor den Augen gehabt und ich kam auf 97% kurz nachdem ich es programmiert hatte. Und wie dann eine Cacherin auf 99% kommt, habe ich bis heute nicht verstanden. Also da muss mir jemand wirklich eine Eingebung gehabt haben oder ganz viel Glück. Das war der Hammer. Ja, also das war faszinierend, ja. Absolut. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, wann wir uns wieder hören. Mal sehen, was so demnächst alles ansteht. Sobald was Spannendes passiert oder auch Rückmeldungen kommen, gibt es auch einen neuen Cash-Kompott. Die machen wir ja nicht regelmäßig, sondern immer in Anführungszeichen bei Bedarf. Und je mehr Bedarf da ist, desto mehr machen wir auch wieder. Ja, das Giga ist zu Ende, aber mit dem Cash-Kompott geht es definitiv weiter. Wird ja oft gefragt, ob wir noch da sind. Ja, wir sind noch da und ich denke auch, dass wir es dieses Jahr noch mehrfach hören. Also ein paar Sachen stehen ja auch noch an. Ja, ich denke, das war's für heute. Vielen Dank nochmal, wie gesagt, fürs Mithelfen und ansonsten hören oder sehen wir uns auf irgendeinem Event oder treffen uns hier vielleicht auch mal alle zufällig wieder beim Cachen. Mal schauen. Genau. Bis bald, alles Gute. Euer Back of NC aus Hamburg und Feenteich war heute auch mit dabei. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und dieses Projekt unterstützen. Erreichen kann man uns unter mail@cashcompot.de und natürlich auch bei Facebook auf der gleichnamigen Seite.
Hören kann man uns direkt auf der Homepage cashcompot.de oder auch bei Diensten wie iTunes. Ihr kennt noch den C64 oder den Amiga? Und MS-DOS sind für euch nicht 5 unbekannte Buchstaben? Dann hört doch auch mal unseren Schwester-Podcast Retro-Kompott rein. Ansonsten hören wir uns hoffentlich wieder beim nächsten Cash-Kompott oder sehen uns zufällig auf einem Event oder bei einer Caching-Tour. Bis dahin alles Gute, euer Back of NCI aus Hamburg.